Dankeschön, schön, dass ihr alle dabei sind. Ich hoffe, Sie werden da in 1, 2 Stunden, schauen wir mal, etwas von mitnehmen, was Ihnen hilft, gute Anlageentscheidungen zu treffen, in Zukunft bessere Anlageentscheidungen zu treffen, sagen wir mal so. Es ist ja wirklich außerordentlich viel passiert. Da wir viele neue Teilnehmer hier haben, möchte ich kurz erklären, was wir machen, was ich Ihnen versprechen kann, was wir einbringen. Was wir nicht machen, habe ich ja eben schon gesagt, keine konkreten Produktempfehlungen oder Verhinderungsberatung, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und auf solche Fragen würde ich auch nicht eingehen. Alle 7 Partner aus dem Investitionsbeirat haben ein B2B-Netzwerk und sind selbst Berater oder arbeiten mit Beratern zusammen, die eben in der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung tätig sind. Und das sind die richtigen Ansprechpartner für die ganz konkreten Umsetzungsfragen. Ich habe mal dieses Bild und Zitat von John Lennon mitgebracht, weil das auch ein bisschen beschreibt, was Sie von uns bekommen. Wir wollen eben auch unbeliebte Dinge aussprechen, ja, auch Dinge, die uns vielleicht kurzfristig bei unserem eigenen Geschäft, also die meisten haben ja ein Kerngeschäft, auch im Investitionsbeirat. Also ich bin zum Beispiel in der Fondsvermögensverwaltung recht engagiert und da investiert man zum Beispiel auch in Aktien. Wenn wir jetzt eine kurzfristig oder auch langfristig schlechte Meinung zu Aktien hätten, dann würden Sie die in dieser Konferenz bekommen, dann würden Sie die mitgeteilt bekommen. Und weil wir glauben an langfristige Geschäftsbeziehungen und daran, dass hoffentlich Sie sich erinnern, wer Ihnen bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt hat. Und da fand ich dieses John Lennon-Zitat, was mir neulich in Social Media beim Weg lief, ganz, ganz passend. Dann noch, der Investitionsbeirat kümmert sich vor allem um makroökonomische Analyse, also wir versuchen fundamental zu verstehen, was so auf Sicht von 2, 3 Jahren und länger die Finanzmärkte anfängt berechenbar zu machen, also bestimmte Treiber, die Kapitalströme nach sich ziehen, die unabhängig von kurzfristigen Stimmungen sind und eben teilweise auch, weil wir es jetzt aktuell haben, von entsprechenden Viren sogar. Das Beispiel mit Corona wird aber auch im Verlauf der Konferenz aufzeigen, warum es natürlich Einflüsse gibt, die relativ neu sind, die recht große Reichweite haben können. Diese Pfeile und die Karte und die Anlagekategorien unten, das ist tatsächlich eine Folie, die ich über 20 Jahre einsetze. Die soll zeigen oder visualisieren, dass ein Großteil der Rendite von Anlegern gemacht wird, indem diese Kapitalverschiebungen geografisch und zwischen den Anlagekategorien antizipiert wird korrekt. Also da, wo das Geld hinfließt, steigen die Preise von Vermögenswerten und da, wo es wegfließt, da sinken die Preise. Und das ist ziemlich wichtig, dass man das richtig antizipiert. Und das fängt eben so, unsere These fängt eben an, ab 2, 3 Jahren berechenbar zu werden, wenn man eine vernünftige Fundamentalanalyse macht, also diese Treiber rausdestilliert in seiner Analyse, die unabhängig sind von kurzfristigen Presseheadlines oder Emotionen. Das ist also das, was Sie von uns bekommen. Wer ist uns? Diese 7 Personen, die Sie da sehen, sind der Investitionsbeirat. Das war unser vorletztes Treffen, das noch physisch stattgefunden hat, in dem Büro des Herrn hinten rechts, hier wo mein Cursor ist, den ich gleich noch kurz vorstelle, von Herrn Kürpik. Da haben wir zusammengesessen und auch ein paar Fotos von uns machen lassen. Und ich will Ihnen wirklich nur im Kurzdurchgang mal sagen, wer dahinter steckt, weil Sie hören heute in Klammern wieder, Klammer zu, meine Stimme. Ich mache das ja schon sehr, sehr lange. Und also Konferenzen seit 13 Jahren mache ich diese Rück- und Ausblickkonferenz. Aber es stecken eben mehrere Personen dahinter und Sie werden in Zukunft eben auch andere Stimmen hören. Da habe ich die Kollegen darum gebeten und sie freuen sich schon drauf. Das ist einmal der Dirk Kliebrock, inzwischen auch fast 20 Jahre im Geschäft, hat eine Spezialaufgabe bei uns im Beirat, ist spezialisiert auf das Thema Staatsschulden. Letztendlich, was da dran hängt, was ein relativ wichtiges Thema geworden ist in den letzten 10 Jahren. Hat eine kleine Beratungsgruppe in Nordwestdeutschland berät da seine Mandanten im Bereich Finanzen. Dann der Dr. Stefan Klotz, ein voll überzeugter Grüner, und zwar politisch weiß ich nicht, aber was Investment angeht, hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, ist Rentenfondsmanager mit hervorragenden Ergebnissen und guten Ranglistenplätzen, sage ich mal. Und hat eine klassische Bankkarriere gemacht und da eben auch schon für Allokations verantwortlich gezeichnet seit über 15 Jahren. Das vereint uns alle, also keiner von uns hat weniger als 15 Jahre Verantwortung für Kapitalmarktentscheidungen und 5 von uns eben auch ganz konkrete Portfolioverantwortung in der Vermögensverwaltung. Links der Martin Gaske,
der Senior und quasi allwissend, über 30 Jahre aktiv im Geschäft, in der Wertpapierberatung und als Fondsmanager aktiv. Und kennt sich in vielen, vielen Bereichen aus, hat einen Fokus aber vor allem auch im Bereich der alternativen Investments, kennt die Hedgefondswelt ganz gut, also er kennt sie gut, ja, hat eben auch dieses Jahr, ich meine, aktuell zeichnet er co-verantwortlich mit einem anderen Beiratsmitglied für den zweitbesten Aktienfonds, den wir seit Jahresanfang in Deutschland haben. Rechts der Ingo Kürpik, ist bei der DWS, ja, beim Ziehvater Kaldemorgen quasi groß geworden, hat da eine Reihe von Auszeichnungen als milliardenschwerer Dachfondsmanager bekommen, war danach bei Berenberg im Bereich der Fonds- und Managerselektion verantwortlich und ist Geschäftsführer einer kleinen Vermögensverwaltung, die meisten von Ihnen kennen. Dann haben Sie hier den Cajetan Deyl, auch langjährig erfahrener Berater, der gerade im Moment seine Expertise, was den ganzen Gold- und Goldminensektor angeht, sehr schön einbringen kann und konnte in der letzten Beiratskonferenz und auch schon seit vielen Jahren im Bereich Multi-Asset für seine Klienten aktiv ist. Und dann Markus Sievers, sage ich mal, in der Öffentlichkeit wahrscheinlich der bekannteste von uns sieben, weil er regelmäßig im Funk und vor allem Fernsehen bei NTV präsent ist und als Kapitalmarktexperte für Interviews und Kommentierung von Anlagen und Anlagekategorien vor der Kamera steht. So, das bin ich. Für die, die mich noch nicht gesehen haben, mein Name ist Stefan Schrader und bei mir ist es so, ich bin jetzt seit 1997 Portfolio verantwortlich, seit 1994 in der Branche, am Anfang im Bereich Fondsselektion, seit 1997 mit der ersten von mir gemanagten Strategie, habe in der Zwischenzeit auch als Dachfondsmanager gearbeitet, einige Jahre habe da, das ist ein Auszug meiner Auszeichnung, die ich in der Zeit bekommen habe, also neben der Theorie und dem Erläutern von Märkten und Schlüssen ziehen, ist es so, dass uns alle in dem Investitionsbeirat vereint, dass wir keinen Wert darauf legen, irgendwelche Bücher zu verkaufen oder Crashs zu prophezeien oder irgendeine Anlagekategorie dogmatisch gut oder schlecht zu finden, sondern dass wir das so einbringen, dass Anleger in ihren Portfolios wirklich echte Erfolge dadurch haben und eben auch ein Stück weit ruhig schlafen können. Das ist auch was, was uns alle verbindet. Wir denken risikoadjustiert. Ja, das heißt, wir wissen, dass wir in Deutschland und in der Dachregion Menschen haben, die gerne auch unterwegs ruhig schlafen. So, jetzt zu dem Inhalt dessen, warum Sie sich angemeldet haben. Mir schien es aber wirklich wichtig, dass Sie auch mal wissen, wer dahinter steckt, weil man jetzt seit 13 Jahren fast nur meine Stimme hört. Der Herr Sievers hat letztes Mal vor 3 Monaten mitreferiert. Aber das steckt dahinter und ich trage quasi unsere Konsensmeinung aus der Investitionsbeiratssitzung von vor 2 Wochen, die wir online gemacht haben, am Bildschirm das erste Mal. Aus bekannten Umständen trage ich Ihnen vor. Es ist wie immer dreigeteilt. Es gibt einen Rückblick auf den bisherigen Jahresverlauf und dann werden die wesentlichen Treiber, die dahinter stecken, und auch für die weitere Entwicklung, die wesentlichen Treiber sind erläutert und dann gibt es einen Ausblick, damit Sie auch eine Orientierung haben für Ihre Investitionsentscheidung. Das ist immer ein bisschen aus der Makroebene. Das heißt, es geht also eher um Anlagekategorien. Wir werden Ihnen jetzt also nicht sagen, Amazon verkaufen, Wirecard kaufen oder eine Immobilie bitte in Klein-Kleckersdorf unbedingt erwerben und im München Zentrum veräußern, sondern es wird eher um die großen Strömungen gehen. Und das ist unser Ziel. Und da können Sie auch zu beitragen durch Ihre Fragen, dass Sie da aus der Konferenz was mitnehmen. Also, wo stehen wir jetzt wirklich? Stand gestern. Ich habe einige Aktienmärkte mal ausgewählt. Wir haben -11%, wenn man es global über diesen Index abbildet, inklusive Schwellenländern. Wir haben in Europa -17, in den USA nur -8,7, in den Emerging Markets, also den Schwellenländern, -12,8% und der DAX ist noch mit 17,7% unter Wasser. Also schon signifikante Rückgänge seit Jahresanfang immer noch, aber die meisten von Ihnen wissen es und ich zeige es auch im Verlauf recht deutlich auf. Wir hatten Kursrückgänge jetzt zum Beispiel beim DAX, die am Tiefpunkt bei 40% lagen. Also es ist schon wieder viel Erholung hat schon stattgefunden. So, jetzt gibt es einen kleinen Schwenk und zwar wirklich auf die Startfolien vom 11. Februar. Da war
nicht nur mein Geburtstag, sondern auch die letzte Quartalskonferenz des Investitionsbeirates. Und das sind jetzt zwei Folien, die ich einfach aus der Präsentation kopiert habe. Ja? Was haben wir am 11. Februar erwartet? Wir haben erwartet, Aktien, dass das Gewinnwachstum, das recht positiv für 2020 angekündigt war, entscheidend ist, weil am langen Ende ist das Einzige, was über die Aktienentwicklung entscheidet, das Gewinnwachstum der Unternehmen, die dahinter stecken. Ja, wir waren also positiv. Im Rentenbereich, also bei den Anleihen, haben wir keine realen Zinserträge gesehen außerhalb von Schwellenländern. Kurzfristig wenig Risiko gesehen, ja, und trotzdem deutlich sinkende Zinsen, falls eben Unwägbarkeiten an den Märkten aufkamen. Schwellenländeranleihen fanden wir weiterhin attraktiv. Gold fanden wir auch damals schon gut als Absicherung wegen der gesunkenen Zinsen. Gold hat eine Wechselwirkung zu Zinsen. Umso niedriger die Zinsen, desto besser für Gold. Da gehe ich auch noch drauf ein, weil das für die Zukunft natürlich an Wichtigkeit gewonnen hat. Immobilien sehr selektiv wegen der hohen Bewertung. Aber ich gehe jetzt auf die nächste Folie. Ja, wir haben Chancen und Risiken gesehen. Bei den Chancen, dass die Stimmung deutlich schlechter war als die Lage. Also die Wirtschaftslage war super. Die Investoren waren aber sehr zurückhaltend, waren unterinvestiert. Und es gab davor eine Tendenz, die so seit dem Spätherbst anhielt, dass so diese ganzen Unwägbarkeiten, ja, Brexit, Handelskrieg und so weiter, die wurden immer in kleinen Schritten, sag mal, weniger gefährlich erschienen die, ja. Und der Markt hatte tatsächlich positive Gewinnüberraschungen in petto, die wir für den Jahresanfang uns vorstellen konnten, was die Aktien angeht. Und dann Handelskrieg, ja, das war natürlich ein sehr präsentes Risiko letztes Jahr. Wir haben tatsächlich in dieser Konferenz auf das Risiko Coronavirus hingewiesen. Das hatte in der Beiratskonferenz im Januar der Martin Gaske auf die Agenda gebracht und auch schon in seinem täglich veröffentlichten Kommentar, also in seinem Blog, schon veröffentlicht, dass er da durchaus ein wahrnehmbares Risiko sieht. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, und die dabei waren am 11. Februar, wissen es auch, wir haben das Risiko nicht ansatzweise so groß gesehen wie dann ab Ende Februar. Und so weiter und so fort. Genau, also wir hatten ein gutes Jahr 2020 erwartet. Ja, was kam dann? Dann kam, was ich hier nochmal hervorgehoben habe, ja, diese eine von fünf Bullet Points bei den Risiken, dann kam das Coronavirus. Und zwar mit voller Wucht kam das Coronavirus und hat uns dann dazu veranlasst, am 27.02. eine Update-Konferenz zu machen. Die war so wie die meisten Konferenzen in der Vergangenheit, das haben wir dann in der Folge jetzt auch durch die Corona-Situation verändert. Davor war im Grunde genommen der Zugang immer exklusiv für Investoren. Also wer quasi bei diesen sieben Investitionsbeiratsmitgliedern irgendwie investiert ist, der durfte dann kostenfrei an den Konferenzen teilnehmen. Das haben wir dann durch Corona machen wir 14-tägig Update-Konferenzen jetzt. Also wer will, kann sich 14-tägig ein Update holen, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, welche Auswirkungen das hat. Mal ist es nur Telefon, mal ist es mit Folien. Und das haben wir eben, das ja, machen einige von uns eben teilweise seit 20 Jahren, wenn es mal rumpelig wird an den Finanzmärkten, dass es eine Anlaufstelle gibt für werthaltige Informationen. Und das haben wir da auch gemacht. Am 27.02. haben wir also Investoren ermöglicht, dass sie ein Statement dazu bekommen. Und das war dann schon sehr deutlich kritisch und eine recht deutliche Warnung, auch mit der Ankündigung von relativ starken wirtschaftlichen Auswirkungen. Wir hatten unter anderem gesehen, was in China passiert ist. Das ist jetzt die erste Grafik für heute und ich kann Sie beruhigen, ich habe noch viele, viele Grafiken mitgebracht, um Sachen zu veranschaulichen. Man hat in China eben diesen totalen Einbruch der Wirtschaftsleistung gesehen und es zeigte sich eben auf, dass es ausstrahlen kann, weil China eben, also wer da daran interessiert ist, ich meine, das ist jetzt Geschichte, aber diese Präsentation wurde aufgezeichnet und ist auch im Internet findbar oder Ihr Berater kann Ihnen auch einen Link darauf schicken. Letztendlich ist die ganze Erklärung der Dynamik, die wie gesagt heute, weil wir das mal, die meisten von uns das ja alles aktiv miterleben, nicht mehr so wichtig, aber die war relativ präzise, wie die wirtschaftlichen Wechselwirkungen eben massiv gestört werden und auch wie die demokratischen politischen Führer reagieren werden, nämlich mit massivsten Einschnitten im Alltagsleben und den entsprechenden wirtschaftlichen Konsequenzen. Man hat es eben in China selbst schon gesehen und so im Februar, aber wirklich zum Ende des Februars kippte eben auch unsere Meinung da, dass die Auswirkungen eben nicht mehr lokal beschränkt bleiben, so wie es zum Beispiel in den 10er Jahren bei der Schweinegrippe SARS und so war, sondern dass das ein
größeres Problem werden könnte, das auch die Welt betrifft. Ja, es war also wirklich deutlich schlimmer, als wir es noch am 11. Februar erwartet haben. Es war wirklich eine Riesenbombe, die da geplatzt ist, mit auch unglaublichen Auswirkungen an den Finanzmärkten. Ich mache das jetzt schnell. Wir sparen uns die Zeit lieber hinten raus, für hinten raus, dass wir im Ausblick investieren und in die Erklärung, weil die meisten von Ihnen vermute ich es einfach brutal mitbekommen haben. Ne, der US-Aktienmarktindex ist von 3.300 auf 2.250 fast eingebrochen. Also fast 30%. Der Eurostoxx 40% eingebrochen, wie der DAX auch. Und zwar im freien Fall, wie man hier sieht, ja. Im absolut freien Fall. Japanischer Index eingebrochen, hier fast freier Fall, und der japanische Aktienmarkt war vorher schon günstig, ja. Und diese Grafik, die zeigt die Geschwindigkeit des Rückgangs, jetzt am Beispiel des S&P 500, das sind die 500 relevantesten Aktienunternehmen in den USA, die Geschwindigkeit, also wie viele Tage ab Beginn des Kurseinbruchs hat es eben gedauert. Und diese Folie hier ist vom 16. März, also am 23. war in den USA der Tiefstand. Und da sehen Sie, haben Sie ein Gefühl für das Ausmaß der Geschwindigkeit. Ja, einige von Ihnen waren vielleicht 2007, 2008 also bei der Lehman-Pleite dabei. Da sehen Sie hier eben, es hat ein Jahr gedauert, also T plus 360, bis man an den Tiefständen war. Und 2001 vielleicht sehen Sie, das zog sich über 2,5 Jahre hin insgesamt. Also das war ja 2000 die Internetblase geplatzt ist, 2001 dann die Türme und die terroristischen Anschläge, und dann 2002 folgte noch die Enron-Pleite, größte Bilanzskandal ever in der US-Wirtschaftsgeschichte. Da hatten wir so einen ganz langen Absprung, ja. Aber Sie sehen, im Vergleich zu egal was, es war der schnellste und in der Heftigkeit wirklich historisch erstmalige Einbruch oder deutlichste Einbruch in der Börsengeschichte. Und das bezog sich auch nicht nur auf die Aktien. Ich habe jetzt für den Bereich der Anleihen wirklich nur eine Folie mitgebracht, um zu zeigen, im Verhältnis zur Finanzkrise damals, wie stark der Einbruch war. Das hier sind die sogenannten Investment-Grade-Anleihen, ja. Also Unternehmensanleihen von den Top-Bonitäten. Das ist das, was man Investment-Grade nennt. Und der Einbruch war auch dort in einer unfassbaren Geschwindigkeit, und zwar größer als in der Finanzmarktkrise. Und Preiseinbruch heißt immer, Geld wird abgezogen, so wie ich es erklärt habe. Das ist das Ende des Pfeils, ja. Und selbst beim Gold ist es so. Gold hatte vorher einen recht schönen Jahresstart gehabt. Es gab einen 12-prozentigen Einbruch im Goldpreis. Und wie Sie ja eben auch sehen, hier unten kann man es ungefähr sehen, am 9. gestartet. Da ist der 30. März. Also Sie sehen auch hier innerhalb von nicht mal 2 Wochen, ja, über 12%. Eine Anlagekategorie, die eigentlich instinktiv als sicherer Hafen gilt, genauso wie Hochbonitätsanleihen. Und all dieses Geld ist unter anderem in Geldmarktfonds geflossen. Das hier ist eine Darstellung des Volumens in den USA, wie viel Geld in Geldmarktfonds ist, also quasi liquiditätsnah, sehr kurzlaufende Festzinspapiere. Und da sehen Sie eben, dass es hier diesen steilen Anstieg gab. Ja? Also diese Zurückhaltung, die wir auch in dem Kommentar am 11. Februar schon als Chance gesehen hatten, ja, die unterinvestierten institutionellen Investoren, das war hier dieser Aufbau an Liquidität. Und auch die Kredithebel bei den zum Beispiel Hedgefonds waren auch am 11. Februar schon eben unterdurchschnittlich niedrig, ja, also weil gerade die Hedgefonds eben oft auch über Kredite massiv ihre Investitionsvolumen noch hebeln, um mehr Chancen geben zu können, um mehr Volumen zu bewegen. Und dann ging es hier wirklich senkrecht aufwärts. Also die Anleger haben alles zu Kasse gemacht, was ging. Der totale Panikmodus und deswegen auch in der Geschwindigkeit und in dem Umfang in der Kombination absolut einmalig. Das soll es mit dem Rückblick gewesen sein. Es gibt einen kleinen Teil, den ich jetzt bei den Treibern gleich nochmal beschreibe. Ah nee, ich habe 2 Folien aus Versehen übersprungen. Entschuldigung, da gehen wir dann nochmal schnell hin. Und zwar habe ich jetzt die Aktien quantifiziert in Prozenten und habe aus Versehen die beiden Folien ausgelassen, was Anleihen angeht. Wo stehen wir jetzt durch die Entwicklung? Im Bereich der Anleihen, das sind aktuelle Zahlen, also von gestern. Staatsanleihen, 10-jährige Staatsanleihen USA, aktuell werden mit 0,68% nominal verzinst. Also wenn Sie 100.000 investieren, kriegen Sie über 10 Jahre in Summe
6.800 Dollar mehr, also 106.800 Dollar. Realzinsen, also nach Berücksichtigung der aktuellen Inflation, haben sie minus 2%. Das heißt, in Kaufkraft gerechnet, sie investieren 100.000, haben nach 10 Jahren noch Kaufkraft 80.000 Dollar. Deutsche Staatsanleihen, 10 Jahre Laufzeit, nominal minus 0,54 aktuell, real auch ungefähr minus 2%. Also, wer heute in derartige Produkte investiert und vieles ist in dem Bereich indirekt, da muss man wirklich aufpassen, gerade an die jungen Menschen in der Leitung, die vielleicht ihre Altersvorsorge noch über klassische Produkte aufbauen. Das ist sehr viel einfach zwangsweise durch die Regulierung in Deutschland in Staatsanleihen investiert, sollte man sich genau anschauen, was man da hat. Ja, weil langfristig ist das natürlich, dafür muss man weder Volkswirtschaftsgenie sein, noch im Mathe-Leistungskurs sein Abitur gemacht haben. Das ist jetzt nicht sonderlich interessant. Und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass die Staatsverschuldung in den letzten 2 Monaten gigantisch zugenommen haben, und zwar quer auf dem Erdball durch die ganzen Hilfsprogramme, also die Bonität, ja, eigentlich deutlich schlechter geworden ist, dann zeigt sich auch die Schizophrenie der Situation. Die Zinsen sind deutlich gesunken, ja, also Anleger, die im Rentenbereich bei Staatsanleihen USA und Deutschland investiert waren, haben nochmal ein Abschiedsgeschenk bekommen. So wäre es zumindest, wenn ich es mir aussuchen darf. Und so empfehle ich Ihnen das auch zu nehmen. Ja, wir haben jetzt nochmal durch eine unglaublich große Krise an den Finanzmärkten ist ganz viel Geld in Staatsanleihen geflossen. Sollten Sie also solche Anleihen in Ihrem Portfolio haben oder Fonds, die in solchen Anleihen schwerpunktmäßig investiert sind, das sind die Fonds, die dieses Jahr Geld verdient haben, ja. Dann nehmen Sie dieses Abschiedsgeschenk mit und machen Sie es in Zukunft anders. Ja, weil Sie sehen hier auf den ersten Blick, man wird kein Geld mehr verdienen können. In den Schwellenländern ist es etwas anders. Da gibt es auch später noch eine Folie, die das differenzierter zeigt. Da hat man real im Durchschnitt 2 bis 7%, ja, und man hat im Durchschnitt, also real in den einzelnen Regionen, die Folie gibt es nachher noch, zwischen +2 und +7%. Und man hat im Durchschnitt aller Schwellenländer im Moment nominal 4,71% echte Verzinsung pro Jahr. Und somit gibt es da noch Regionen, die durchaus auch unter Zinsgesichtspunkten überlegenswert sind. Und dann noch zu guter Letzt, Gold seit Jahresanfang +12,5. Ich zeige gleich den Chart. Ich habe jetzt ja nur die Korrekturphase gezeigt. Gold hat sich stark erholt und hat 12,5% seit Jahresanfang gemacht. Und Öl, was durchaus wichtig ist und worauf ich auch noch eingehe nachher, hat -56% verloren, je nach Sorte. Das hier ist die Sorte WTI, die meistens durch die Presse geht oder die Sie in der Zeitung lesen. Deswegen habe ich die genommen. Beim Öl hängt es immer sehr stark ab davon, welche Sorte letztendlich man zugrunde legt. So, jetzt also zu den Treibern. Ja, was steckt dahinter? Was ist passiert? Weil was ich Ihnen eben gezeigt habe, sind ja die Preisveränderungen der verschiedenen Anlagekategorien im ersten Quartal an den Märkten. Jetzt geht es darum, was steckt dahinter und was ist jetzt in Anführungsstrichen in echt passiert, im echten Leben, was dann auch im echten Leben dauerhaft Auswirkungen zeigen wird. So, das ist eine Folie. Die Wiederholungszuschauer kennen das. Das ist der Einkaufsmanager-Index. Die mag ich sehr gerne zeigen, weil auch ohne, dass man die Details alle studiert und so weiter, kann man gut intuitiv an den Farbgebungen erkennen, rot ist schlecht, grün ist gut. Und es zeigt die Stimmung der Einkäufer, also die echten realen Menschen. Wir haben eben gerade, also die realen Menschen in der realen Wirtschaft, meine ich. Ja, wir haben eben ja über Finanzmarkt gesprochen. Da ist immer sehr viel Zukunftserwartungen eingepreist. Die Realwirtschaft, da bestellt ja ein Einkaufsmanager Rohstoffe und Materialien, mit denen sein Unternehmen in 4, in 6, in 8 Wochen Produkte herstellen will, veredeln will und sie dann an echte Kunden, die echte Bedürfnisse haben, weiter zu verkaufen. Der Gedanke dahinter ist also nicht spekulativ, sondern der ist wirklich an echten Kundenbedürfnissen, Konsumentennachfrage und so weiter orientiert. Deswegen mag ich diese Darstellung seit vielen Jahren auch schon immer gerne, weil sie auch auf den ersten Blick, also hier nach Region unterteilt, Eurozone, Industrieländer, Schwellenländer, und hier oben hat man global Industrie, Schwellenländer, die Unterscheidung, sofort einen Eindruck gibt, wie handeln die echten Menschen im Einkauf? Also wie prognostizieren sie die nächsten 2, 3 Monate? Und was man hier sofort sieht, und das genügt auch tatsächlich als Kernerkenntnis, Sie sehen hier für den März, dass im Grunde genommen die ganze Welt abgetaucht ist,
mit zwei Ausnahmen. Ja, das eine ist, Sie sehen, dass die USA und Großbritannien, die später und dann aber deutlicher quasi die Shutdowns gemacht haben, noch nicht so pessimistisch waren. Das hier ist März endet das, ne? Das ist für das erste Quartal. Und Sie sehen hier sehr deutlich, dass China eben diesen Vorsprung in Anführungsstrichen hatte, weil China eben das ganze Problem einige Wochen vorher hatte und China hier schon wieder auf dem Weg zurück ist naja, die alte Welt, das wird man eben sehen, aber auf jeden Fall möglichst gut back to normal. So hat die Politik sich da aufgestellt. Das war übrigens am 27. Februar in dieser Warnkonferenz auch schon so. Da war China ungefähr da, wo wir heute sind in den politischen Maßnahmen. Fanden die ersten Lockerungen statt und so weiter, ja. Also nur, dass Sie es wissen. Also das ist ein relativ guter Vorlauf, ist natürlich eine andere Kultur und so weiter, aber mit über einer Milliarde Menschen durchaus eine repräsentative Gruppe an Menschen, die man mal, wo man schauen kann, wie sich die Dinge entwickeln. Und China war ziemlich genau Ende Februar, als die Konferenz am 27. Februar war, da wo wir heute sind, was Lockerungsmaßnahmen und dergleichen angeht. So, man sieht ja in der Vergangenheit, das ist auch schön bei der Folie, wenn man eben auch 2008 sieht, dass natürlich nach diesen tiefroten Phasen, es wird dann natürlich auch wieder grüner, ja. Und es gibt weniger Ausnahmen, so wie hier bei Griechenland. Wenn Sie das sehen, da hat es dann über 5 Jahre gedauert, bis da mal wieder vernünftig Grüntöne in den Balken reinkamen. Aber ansonsten ist es so, dass es eben nach den dunklen Phasen auch Wiederholungsphasen gibt. Und das ist relativ wichtig für die Erwartungshaltung vieler Volkswirtschaften jetzt. Wie schnell und wie stark wird's halt wieder grün. Klar ist auch, dass es herausragend schlecht ist, was Sie hier gerade sehen. Also herausragend dunkelrot, ja. Also der Einbruch der Erwartungen von Einkaufsmanagern, der Prognosen von Wirtschaftsinstituten ist teilweise so schlecht wie noch nie, seit es diese Prognosen gibt. Ja. Einige Beispiele in der Eurozone zum Beispiel, auch hier wieder die Vergleichsgröße zu vor 12 Jahren bei der Finanzmarktkrise. Die rote Linie, ja, das ist die Gesamterwartung für den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone. Und da sehen Sie eben die Erwartung aktuell schon. Sind die Folie vom 31.3., Erwartungsstand 31.3. Sehen Sie, dass die Erwartungen schon deutlich unter dem schlechter sind als zum Zeitraum der Finanzmarktkrise. Ja? Ich habe beispielhaft eine Folie mitgebracht für unser Heimatland Deutschland, wo man mal die Arbeitslosigkeit sieht, wenn wir die Kurzarbeit hinzurechnen. Das verfälscht ja unsere Statistiken immer ganz deutlich. Und wenn Sie die Kurzarbeiter und Arbeiterinnen im Moment hinzuzählen, sehen Sie, hier haben wir schon eine Arbeitslosigkeit, die deutlich über 12% liegt. Für die USA ist es so, die USA haben den gesamten in den letzten 12 Jahren aufgebauten neuen Arbeitsplätze innerhalb von 6 Wochen verloren. Ja. Das habe ich in vorangegangenen Konferenzen öfter erläutert. Mehrere Millionen Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in den USA gab es dort pro Woche, also eine echte Implosion. Und es gibt unterschiedliche Zahlen, die da kursieren, aber es sind ungefähr 20% Arbeitslosigkeit in den USA, wenn man diese ganzen Arbeitsanträge auf Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld zugrunde legt. Also wirklich ein ganz dramatischer Einbruch der Wirtschaftsleistung, des Arbeitsmarktes. Und was sich jetzt auch gezeigt hat, wirklich in den letzten Tagen, ist, dass die Kreditvergabe sich deutlich verschlechtert. Da habe ich noch vor 4 Wochen in der Corona-Update-Konferenz gezeigt, dass es ja relativ leicht ist, Kredite zu bekommen und dass das ein sehr großer Unterschied ist zu anderen Finanz- und Wirtschaftskrisen, die wir vorher hatten. Das Bild verändert sich nun gerade etwas, vor allem in den USA. Und das hat eine hohe Relevanz, weil in den USA und auch sonst generell natürlich das Konsumentenverhalten unglaublich wichtig ist. Und neben einem gewissen Zukunftsvertrauen, dass man, wenn man hohes Zukunftsvertrauen in sich trägt, dann konsumiert man gerne. Und sag mal, in den USA ist es auch nicht unwichtig, dass die Kreditkarte funktioniert und man langlebige Wirtschaftsgüter wie Häuser, wie große Autos und so weiter kreditfinanziert erwerben kann.
Und hier sehen Sie eben, dass die Möglichkeiten, sich Kredite zu beschaffen, Konsumkredite in den USA, sich gerade deutlich verschlechtert. Das ist also auch eine deutliche Veränderung in den letzten Wochen, die ich auch so vor 3, 4 Wochen nicht erwartet hätte, die ein schlechtes Vorzeichen gibt. Neben eben der Arbeitslosigkeit, die natürlich Zukunftsvertrauen stiehlt, dass es dann auch noch schwerer wird, Kredit zu bekommen, um damit Konsum langlebiger Wirtschaftsgüter zu finanzieren. So, ich habe mir wirklich jetzt in der Vorbereitung natürlich überlegt, welche Folien zeige ich Ihnen? Wie erkläre ich die Dinge? Es sind immer Impulse. Sie können gerne reinfragen, wenn Sie was wissen wollen. Ich könnte jetzt ja auch 8 Stunden mit Ihnen referieren und Ihnen alles das erklären, was da passiert ist, oder versuchen, das zu erklären und Ableitungen und 12 Szenarien aufzuzeigen. Also es sind immer einzelne Folien, wo wir uns Mühe gegeben haben, dass Sie einen bestimmten Punkt im Grunde genommen vermitteln, der Relevanz hat für das, was uns in Zukunft erwartet und eben auch dementsprechend für die Investitionsentscheidung. Immer vor dem Hintergrund global investieren in verschiedenen Anlagekategorien. So, dann eine wesentliche Sache, die auch stattgefunden hat, das war jetzt nicht im ersten Quartal, sondern da war viel davon im April. Also Sie sehen hier, das fing an, parallel im Grunde genommen im ersten Quartal. Und dann gab es den totalen Einbruch. Das hier ist der WTI-Ölpreis, der 2 Tage mal sogar negativ war. Das heißt, dass ein Kunde, der ein Fass Öl abgekauft hat, nicht gekauft hat, sondern der hat an diesen Tagen wirklich das Öl geschenkt bekommen. Über 150 Liter sind in so einem Barrel Öl geschenkt bekommen, plus $40. Ja. Und da haben mich viele gefragt, wie sowas geht. Die Logik ist natürlich, wieso, das Öl wird ja nicht so gehandelt, dass vor der Börse in New York Tanklastwagen stehen und dann wird gefragt, wer will den Wagen mit nach Hause fahren und das Öl kaufen, sondern das geht über Verträge in der Zukunft. Das heißt Abnahmeverträge. Man hat das Recht, zu einem bestimmten Preis eine bestimmte Menge Öl abzunehmen und man hat die Pflicht, das abzunehmen. Und diese Negativpreise kamen dadurch zustande, dass quasi die Verpflichtung, das Öl abzunehmen, aus bestehenden Kontrakten, die jemand eingegangen ist, teurer gewesen wäre, als das Öl zu verschenken, plus $40 draufzulegen. Und dafür eben nicht, bildhaft gesprochen, den eigenen Tanklastwagen vorbeischicken zu müssen, um das Öl auch tatsächlich abholen zu müssen. Also das ist natürlich ein Kuriosum und das sind nur einzelne Tage und repräsentiert nicht den tatsächlichen Ölpreis. Aber der tatsächliche Ölpreis ist nur auch mittelfristig zwischen 20 und $30 im Moment, also auch wirklich für mehrere Monate im Voraus. Und das ist ein ruinöser Preis. Ja? Und dafür gibt es 2 Gründe, auf die ich auch kurz eingehen will. Der eine, den sehen Sie hier rechts, das ist die Nachfrage, wofür wird Öl verbraucht? Und Sie sehen hier unten, 58% sind im Transportbereich letztendlich. Und da passiert natürlich im Lockdown nichts. Wir haben aktuell global einen Ölverbrauch wie zuletzt 1968. Ja, also es ist wirklich realwirtschaftlich auch untermalt, weil die Nachfrage durch die Lockdowns natürlich implodiert ist. So, und das andere ist, dass wir einen Ölpreiskrieg haben, der geopolitisch motiviert ist. Ja. Sie sehen jetzt auf der rechten Seite mal, wer exportiert, das sind die rechten Balken, und wer importiert Öl, ja, also Nettoverbraucher. Und dann sehen Sie hier Saudi-Arabien und Russland als die größten Exporteure. Und Sie sehen auf der linken Seite die Produzenten von Öl, die Länder, also wie viel Millionen Barrel pro Tag werden in welchem Land gefördert. Und hier sehen Sie eine graue Entwicklung, die wichtig ist, weil die erklärt nämlich diesen ganzen Ölpreiskrieg. Sie sehen nämlich, und das ist vielleicht für einige in der Leitung auch überraschend, dass die USA das Land sind mit der größten Ölfördermenge. Ja, und letztes Jahr haben die USA Nettoöl exportiert, minimal. Und wir haben da eine strategische Entscheidung von Obama gehabt, der die USA autark sein lassen wollte, was das Thema Öl angeht, also nicht abhängig sein lassen wollte von Saudi-Arabien und anderen Ländern, die das Öl in die USA exportieren. Und dadurch sind viele Fracking-Gesellschaften aufgebaut worden, also die Schiefer, also die auf jeden Fall komplexe, ich will ja keinen Ölvortrag machen, die auf jeden Fall Fördermethoden auch etabliert haben, die relativ kostspielig sind. Ja, je nachdem, welche Quellen Sie lesen,
heißt es, dass Saudi-Arabien für ungefähr 12 Dollar ein Barrel Öl fördern kann. Ja, sie haben bei diesen Fracking-Gesellschaften in den USA zwischen 40 und 50 Dollar Kosten, um das Öl aus der Erde zu holen. Da haben sie also sehr große Unterschiede. Und wenn der Ölpreis zwischen 20 und 30 Dollar dauerhaft ist, haben wir in den USA natürlich für die großen Player, die Exxons, die Chevrons und so weiter, ziemlich große Probleme, weil die sehr unprofitabel arbeiten. Also die Unternehmen, die noch mit vor 10, 15 Jahren zu den größten börsennotierten Konzernen der Welt gehörten, die haben gerade richtig Probleme. Und das ist ausgelöst, weil eben Russland und Saudi-Arabien gesehen haben, dass die USA auch durch ein Coronavirus angeschlagen sind und dann diesen Preiskrieg entfacht haben. Ja. Saudi-Arabien braucht zwar für einen ausgeglichenen Staatshaushalt Verkaufspreise beim Öl, die ungefähr 70 Dollar betragen, also weil sie einfach ziemlich viel Geld ausgeben für ihren Staat, aber hat eben extrem hohe Reserven und ist nah am Wasser. Das heißt, was man ja auch gesehen hat, Saudi-Arabien hat viele Schiffe gekauft, also Öltanker, und hat da viel Öl zwischengelagert, hat ja die Fördermengen noch hochgefahren in der Zeit, wo die Corona-Lockdowns schon die Nachfrage haben implodieren lassen. Also es ist ganz klar politisch motiviert und vor allem in Russland auch. Russland war ja Ende der 90er Jahre komplett pleite, hat aber danach die Hausaufgaben wirklich gut gemacht. Er hat im Moment 1% des Bruttoinlandsproduktes als Verschuldung, ist also de facto schuldenfrei, dass Sie eine Vorstellung haben. Deutschland hat 80% jetzt mit Corona, also vorher waren es 60, mit Corona ungefähr 80% der jährlichen Wirtschaftsleistung als Verschuldung. Russland ist praktisch schuldenfrei, hat einen super Haushalt und kann eben so einen Ölpreiskrieg eine ganze Zeit lang aushalten. Und das passiert nicht ohne Grund, jetzt gerade, weil eben die USA dort geopolitisch geärgert werden sollen. Und das ist auch, wird auch im Ausblick nachher stehen, dass das ein relativ großes latentes Risiko ist, dass man dieses Problem nicht in den Griff kriegt. So, das sind jetzt also einige wesentliche Treiber hinter dem, was passiert ist. Ich bin jetzt durch die Einkaufsmanager gegangen, die also in der Stimmung maximal schlecht waren, habe ihnen aufgezeigt, dass die Wirtschaftsleistungsimplosion in Europa selbst jetzt schon, und wir erwarten, dass die meisten Prognosen noch zu optimistisch sind, hat jetzt schon einen stärkeren Einbruch prognostiziert, deutlich stärker als damals in der Finanzkrise. Sie sehen die Arbeitslosigkeit am Beispiel Deutschland, wo die Sachen, die Sie öffentlich lesen, durch die Kurzarbeit geschönt sind und in den USA eben mit je nach Quelle zwischen 14 und 20% Arbeitslosigkeit und der Zerstörung des gesamten Arbeitsmarktaufbaus der letzten 12 Jahre innerhalb von 6 Wochen. Sie sehen, dass es schwerer ist, an Kredite zu kommen für Konsumenten in den USA, was ein extrem wichtiger Treiber hinter der globalen Weltwirtschaft ist und auch zuletzt immer war. Also zuletzt heißt tatsächlich auch die letzten Jahre. Und wir haben noch diesen großen Ölpreiskrieg mit einem gigantischen Einbruch und ruinösen Preisen und die dahinterstehenden geopolitischen Interessen, die es möglich machen würden, dass Russland und Saudi-Arabien sich auch nicht kurzfristig auf Lösungen einlassen, auch wenn wir jetzt von den Tiefstpreisen schon wieder etwas entfernt sind, aber wir sind immer noch in dem Bereich, wo es ruinös wäre. So, was aber bei vielen Investoren zu sein scheint, ist etwas, was ich, und da habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, mich vorher gar nicht nach dem Bild rechnen erkundigt. Der Dr. Stefan Klock, der hatte neulich in seinem WhatsApp-Status dieses wunderschöne Bild gepostet, so am Tiefpunkt der Corona-Krise. Ich hoffe jetzt mal, dass es seine Tochter, von der ich schon viel Gutes gehört habe, selbst gemalt hat. Und ich fand das so süß und passend und das ist eine gute Überleitung für das, was an den Finanzmärkten dann passiert ist nach den Tiefständen. Ja? Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Ja? Und deswegen habe ich Ihnen das mitgebracht, weil was auf wundersame Art und Weise passiert ist, trotz der ganzen Horrornachrichten, die ich Ihnen gerade erzählt habe und auch trotz der Einschätzung, dass es wahrscheinlich noch ziemlich dicke kommt hinten raus, also dass die Folgen deutlich schlimmer sein werden, als manche das hoffen, ist das passiert. Ja? Wir haben unglaubliche Kurserholungen gehabt. Sie sehen hier, ne, wir haben, wenn wir es zum Jahresanfang rechnen, das ist seit Jahresanfang gesehen, hatte ich Ihnen ja auch aufgezeigt, in den USA nicht mal mehr zweistellige Rückgänge und wir waren bei 30% Minus im S&P. Wir haben im Eurostoxx nicht so eine steile Erholung, aber wir haben auch eine signifikante Erholung hier vom 18. März, wo wir einen Tiefstand hatten, haben wir auch schon 20% wieder gut gemacht, also über 20 sogar. Und also
Und auch in Japan ging es kräftig aufwärts. Also man fragt sich ja, was ist da passiert? Und beim Gold hier, Achtung, nicht irritieren lassen, was die Skalierung angeht. In absoluten Zahlen war das an den Aktienmärkten natürlich, in relativen Zahlen, also Performance-Zahlen natürlich sehr viel mehr Erholung. Aber auch Gold hat diese 12% nicht nur aufgeholt, sondern ist zu neuen Höchstständen dieses Jahr aufgestiegen und hat seit Jahresanfang 12,5% gemacht. Und Sie sehen hier, Gold hat ja auch zwischenzeitlich in diesem Corona-Crash wirklich für Gold signifikant verloren. Ja. Und was ist da passiert? Was treibt jetzt Anleger im Bereich Aktien, im Bereich Gold? Und es ist auch im Anleihenbereich so, auch wenn ich Ihnen da jetzt keine Folien einblende, gab es deutliche Erholung. Was ist da passiert? Ja. Orientieren die sich alle in diesem zauberhaften Bild? Und oder was wird da halluziniert? Nein, es ist Folgendes passiert. Es gab von den Notenbanken Stützungsmaßnahmen und Hilfspakete, die, und das ist ganz wichtig, in einer unglaublichen Geschwindigkeit verabschiedet worden sind und eben gigantisches Ausmaß haben. Ich würde gerne erstmal starten mit rechts, ja, mit da wo jetzt der Cursor ist. Diese lilafarbene Dings hier. Sagt man das? Linie beschreibt die Bilanzverlängerung in Billionen US-Dollar, was die Notenbanken angeht. Ja, also die linke Skalierung hier, 7. Ja, Sie sehen das, wenn wir, so ich versuche das mal, also wir sind da gestartet mit der Corona-Krise, also nahe Null. Ja, und es ist prognostiziert für dieses Jahr, dass wir rund 7 Billionen US-Dollar Notenbankgelder in die Märkte gepumpt bekommen. Das gilt, und das hier, diese graue Fläche, ist konsolidiert die Gesamtsumme und die Skalierung haben Sie hier auf der rechten Seite. Also Sie sehen einen Zuwachs um 50% von den vorher in die Märkte gegebenen Gelder, so drücke ich es mal aus, und in einer Geschwindigkeit und in einem Umfang eine wirklich sehr, sehr starkes Engagement der Notenbanken. Und eben vor allem extrem schnell verabschiedet. Das ist wichtig, sowohl bei den Notenbankstützungsmaßnahmen als auch bei den staatlichen Stützungsmaßnahmen. Und das ist ein großer Unterschied zu der Finanzmarktkrise mit rund um Lehman damals. Dass Sie eine Vorstellung haben, also wenn wir jetzt mal Corona, die erste Märzhilfe sehen, als auslösendes Ereignis in Europa und der westlichen Welt und so weiter, also außer China. Wenn Sie das vergleichen mit der Lehman-Pleite damals, dann hätten wir quasi zum heutigen Zeitpunkt noch keine signifikanten Rettungsmaßnahmen verabschiedet gehabt. So lange hat es damals gedauert, bis man sich einig war und wirklich stark positiv eingegriffen hat und versucht hat zu retten. Und das hat man eben auch von damals gelernt und hat deswegen eine weitere Preisschmelze verhindert. Also es war wahrscheinlich ziemlich knapp. Und gerade die amerikanische Notenbank hat da ja gleich von Anfang an also hat ja nicht viel gekleckert, sondern gleich geklotzt. Und das hat dafür gesorgt, dass die Anleger nicht noch mehr Panik bekommen haben und es ist nicht wirklich zum kompletten Zusammenbruch gekommen ist. Gleiches gilt auch für die Staaten. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, waren ja wirklich die Notenbanken. Waren Sie hier, war jetzt ein bisschen schnell. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt mal nur für die amerikanische Notenbank pro Woche in dieser heißen Phase. Und das sind Milliarden, also das ist kein Übersetzungsfehler, Milliarden US-Dollar pro Woche. Sie sehen ja also, dass wir mehrere Wochen hatten, auch mehrere Tage mit über 100 Milliarden am Tag, Geld, das in die Märkte gegeben werden musste, hier aufgeteilt quasi nach den Verwendungszwecken. Aber Sie sehen hier, dass es in den heißen Wochen, 4 Wochen hintereinander, über 300 Milliarden pro Woche waren, die auch notwendig waren, um die Liquidität so aufrechtzuerhalten, dass es nicht zu weiteren Einbrüchen kommt. Sie sehen hier eine Übersicht, müssen wir nicht tief einsteigen. Aber was man sofort sieht, ist hier, das ist eine englische Folie, also T-Trillion sind Billionen. Das sind die staatlichen Maßnahmen. Und Achtung, das ist eine Folie, die ist vom 6. April. Also da ist inzwischen noch einiges mehr dazu gekommen. Man sieht, dass hier Deutschland mit 189 Milliarden zum damaligen Zeitpunkt direkter Stützungsmaßnahmen auch ziemlich weit vorne ist. Aber die USA hier mit 2,3 wirklich extrem
viel Geld in den Markt gesteckt hat. Viele nehmen so öffentlichkeitswirksam wahr, dass diese 1200 Dollar Konsumgutscheine verschenkt worden sind. Ja, wo ja, ich weiß es jetzt gar nicht, aber wo, was sich ja wohl verzögert hat, weil Trump wollte, dass sein Name darauf steht, auf diesen Schecks. Also da sind wirklich Schecks verschickt worden, die die Amerikaner übrigens, was ich, was für so Europäer finde ich immer ein bisschen und speziell Deutsche ein bisschen erschreckend ist, die wohl auch wirklich nennenswert alle sofort gerade im Online-Shopping in Konsum umgewandelt haben. Also Ziel von Trump erreicht, aber die Logik ist natürlich eine andere. Dort werden solche Schecks auch verschickt, weil man von steigenden Gesundheitskosten ausgeht und da gibt es nicht Gesundheitsversorgung wie bei uns. Das heißt, wenn da jetzt jemand Corona-krank gewesen wäre, dann braucht er halt auch tatsächlich Geld, um Versorgung zu sichern. Genau. Aber es ist natürlich unterm Strich ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn Sie sich die Summe vor Augen halten im Verhältnis zu wie viel davon geht jetzt in die Wirtschaft, um Unternehmen, die teilweise vorher Milliardengewinne gemacht haben und Milliardengewinne auch über Dividenden ausgeschüttet haben, um die zu retten, da muss man es in ein Verhältnis setzen. Und das bedeutet, dass jeder Amerikaner, der jetzt so einen Scheck bekommen hat, wenn dieses Geld nicht in die Rettung der Wirtschaftsunternehmen gehen würde, sondern auf die Endverbraucher verteilt werden würde, würde jeder Endverbraucher fast 100.000 Dollar bekommen. Das muss man sich auch immer verhältnismäßig vorhalten und ist auch tatsächlich etwas, was jetzt gesellschaftskritisch oder sozialkritisch angemerkt wird von einigen in den Medien, dass eben die Wirtschaft wieder gestützt wird und viele Endverbraucher, gerade in den USA, eben dumm aus der Wäsche schauen. So, aber diese beiden, das sind eigentlich die Folien, die die positive Stimmung darstellen sollen, also enorme Notenbankengelder und auch in einer enormen Geschwindigkeit und enorme Staatsgelder in einer enormen Geschwindigkeit, die sorgen dafür, dass die Investoren relativ kollektiv, und das hier ist eine Konsensdarstellung, annehmen, dass diese ganzen Stützungsmaßnahmen sich auch in real Wirtschaftsleistung und wieder Gewinnerholung bei den Unternehmen am Aktienmarkt auswirken wird. Und diese Folie stellt dar, wie ist die Gewinnerwartung für 2020? Ja, die Zahlen sind relativ aktuell, also ist die Schätzung von vor 3 Wochen, also Konsensschätzung von Analysten. Und die Erwartung ist hier für England minus 15, aber ich möchte, dass wir uns auf USA und Eurozone konzentrieren. Also zu dem Zeitpunkt ist die Schätzung minus 4% Gewinnwachstum weniger, ja. Entschuldigung, Schrumpfung, nicht Gewinnwachstum, minus 4% Schrumpfung in der Wirtschaftsleistung für 2020. Und dann, und das ist ganz wichtig, damit Sie auch verstehen und mitnehmen und für sich einsortieren, warum sind die Aktienkurse wieder so raketenhaft gut gelaufen in den letzten Wochen. Es ist dann eben die Annahme, dass nächstes Jahr wirklich eine Menge nicht nur aufgeholt wird, sondern, und dann sind wir hier recht, überkompensiert wird. Ja, das heißt also, im Moment ist, wenn Sie den S&P 500 oder den europäischen Aktienmarkt sehen, eingepreist, dass die Analysten annehmen, dass nächstes Jahr, 2021, die Gewinne 11% höher sind als letztes Jahr, also vor Corona. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Merken. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück und kommentiere das und sage, wie wir darüber denken. Ich zeige Ihnen jetzt einige Sachen auf, weil da gibt es im Grunde genommen oder eine ganz wesentliche Sache auf, wo im Moment auch viel diskutiert wird. Ja, die Crash-Ankündiger, und da habe ich auch eine gute Frage bekommen, dass ja viele 30-40% den nächsten Crash schon ankündigen. Und die das machen, die beziehen sich auf viele Dinge, die ich Ihnen eben beschrieben habe. Ja, die Implosion am Arbeitsmarkt, Konsumentenvertrauen geht zurück und. Das Disruptive im negativen Sinne, was in einigen Branchen passiert. Ja, der ganze Tourismusbereich ist ein Scherbenhaufen. Ja, Fliegen wird nie wieder so sein, also auf Jahre nicht ansatzweise so sein, wie es vorher war. Und Fluggesellschaften haben wirklich die Ist-Auslastung der Fluggesellschaften vor Corona war nur knapp über den Break-Even-Auslastung, also über den Auslastungen, die sie brauchten, um profitabel zu sein. Und das gilt für alle, für die Lufthansas und für die EasyJets und so weiter. Also mir fehlt mir an der Fantasie, wie Fluggesellschaften wieder profitabel sein könnten, ohne dass sie alle ihre Preise verdoppeln. Ja? Also, und dann fliegt halt keiner mehr, also nicht mehr Inlandsflüge und so weiter. Ja? Für die Natur wäre es wünschenswert. Aber
Ich gehe gleich darauf ein und es gibt das eine Lager, die diesen Crash sieht und sagen, das ist ja alles totaler Unsinn und die Realwirtschaft koppelt sich komplett, die Börse koppelt sich komplett von der Realwirtschaft ab und die haben auf eine gewisse Art und Weise auch recht. Und da gehe ich auch gleich darauf ein, warum. Aber die anderen, die sagen, die Trottel, die jetzt an der Seitenlinie stehen, weil sie sich nicht trauen und die Kursgewinne verpassen, die werden sie nie wieder aufholen und die sind selbst schuld und so weiter, dass die auch recht haben und warum die auch noch länger recht behalten können, also wir reden über ein paar Monate und vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger, das zeige ich Ihnen auf den nächsten Folien. Weil was nämlich an den Märkten passiert in den letzten Jahren und was jetzt im Grunde genommen auch durch Corona und die Folgen nicht nur fortgesetzt, sondern teilweise beschleunigt wird, ist eine starke Konzentration der Investoren weg von einer bestimmten Art von Aktien hin zu einer bestimmten Art von Aktien. Und das zeige ich Ihnen kurz auf. Einmal kurz was trinken. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, differenzierter das Ganze zu betrachten. Also, erste Folie. Das ist der amerikanische Aktienmarkt, der S&P 500. Und wenn Sie hier Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google nehmen, dann sehen Sie hier seit Jahresanfang plus 10%. Wenn Sie die anderen 495 Unternehmen nehmen, seit Jahresanfang minus 13%. Diese fünf Unternehmen sind Schwergewichte in diesem Index und Schwergewichte in der amerikanischen Wirtschaft und vor allem in der Börse. Das heißt, diese rund minus 8% seit Jahresanfang sind eine Gemengelage aus diesen fünf Überperformern, also die sehr positiv verlaufen, weil sich sehr viele Anleger darauf konzentrieren. Und der breite Markt ist noch deutlich, deutlich schlechter. Also das ist eine Tendenz, die es auch schon länger gab. Und da habe ich auch vor 1,5 Jahren schon mal was drüber referiert in einer dieser Konferenzen. Und das ist im Moment eben ganz, ganz besonders. Ja? Und das liegt auch daran, dass, und das zeigt auch die nächste Folie, das ist wieder eine Konzentration. Sie sehen hier eine Konzentration. Es ist wirklich, die Grafik sagt alles aus. Wir müssen gar nicht in die Details einsteigen. Es geht um die Konzentration auf Anlagesegmente. Ja, die blaue Linie ist Energie und Financials, also so Banken und ähnliches, ja, im Finanzsektor. Und da sehen Sie, dass da so wenig Geld drin ist wie zuletzt 2000. Ja. Und Sie sehen im Bereich Healthcare, also Gesundheitswesen und Technologie, da ist ähnlich viel Geld drin wie 2000. Also Sie haben diese große Diskrepanz in der Verteilung der Gelder. Sie haben zwei besonders beliebte Segmente, Healthcare und Technologie. Technologie ist, glaube ich, klar und ist durch Corona auch nochmal massiv befeuert worden. Healthcare ist klar, ist ein klares Corona-Thema, ja, was auch dadurch befeuert wurde. Und Sie haben diese vorher auch bestehende Konzentration, ist nochmal unglaublich beschleunigt worden. Und Sie haben um die Kategorisierung noch ein bisschen anders zu machen. Also es gibt immer Schnittmengen zwischen den Klumpen quasi, den ich Ihnen jetzt aufzeige oder den Aktiengruppen. Ja, es gibt einen sogenannten Growth-Ansatz und einen Value-Ansatz, also wie man Aktientitel bezeichnet. Value sind eben die Sachen, die Idee ist eben wie an der Schnur gezogen aus einer sehr starken Substanz, die super bewirtschaftet wird, kontinuierlich laufende, gut berechenbare und auch in der Regel ausschüttungsfähige Erträge generiert. Während Growth eben dadurch lebt, dass man in dynamischen Märkten ist, die sehr viel höhere Wachstumsraten haben, wo eben auch Trends hinterstecken, die auch bestimmte Dynamiken haben und so weiter und so fort. Und hier ist es eben so, dass diese wachstumsorientierten Unternehmen schon länger, also im Grunde genommen das ganze Jahrzehnt und insbesondere das letzte, also hier war der Drift auseinander noch kleiner, meine Zeichnung war jetzt nicht gerade hilfreich, aber gerade die letzten 5 Jahre hat sich das stark fortgesetzt und das hat sich auch nochmal beschleunigt. Ja? Also sie haben eine starke Konzentration im Grunde genommen, was die Anlegerinteressen angeht. Und eine starke Unterscheidung zwischen quasi relativ hochbewerteten Unternehmen. Da muss ich wahrscheinlich nochmal erklären, was hier die Messgröße ist. Das ist sowohl hier in dieser Folie als auch in dieser Folie. Das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, also wie viel zahlt man heute als Kaufpreis, um sich an einer Firma zu beteiligen, wie viel Jahresgewinne zahlt man im Voraus. Ja, also wenn ein Unternehmen jetzt bildhaft gesagt und auch vereinfacht ist mathematisch nicht ganz sauber die Abzinsung, aber wenn ein Unternehmen jetzt 10 Euro Gewinn pro Jahr macht und sie zahlen dafür 100 Euro, dann ist es ein Kursgewinnverhältnis von 10. Sie zahlen 10 Jahresgewinne als 10 Euro auf einmal, um sich heute für 100 beteiligen zu können. Und es gibt eine
Es gibt eine Konzentration und ein verstärktes Interesse im Moment quasi an, ich nenne es mal, dynamischen Gewinnern. Ja, also Investoren mögen im Moment einfach diese Geschichten von Amazon und Co. mögen die einfach deutlich lieber und investieren deswegen zu höheren Bewertungen. Sie sehen im Moment, dass wir bei den höchst bewerteten Kursgewinnverhältnissen 20%, das höchste Quintil, was 30 KGV im Durchschnitt hat, haben sie eine wirklich historisch gesehen hohe Bewertung. Das ist eine Zeitreihe, die bis 94 zurückgehen. Und Sie sehen, dass wir wirklich nur rund um diese Internetblase herum höhere Werte hatten. Und Sie sehen, dass wir eine historisch niedrige Bewertung haben bei den günstigen Unternehmen. Also günstig im Sinne von, ich muss nur 9 Jahresgewinne zahlen im Moment, um mich an diesen Firmen beteiligen zu können. Und halten Sie mal vor Augen, Kursgewinnverhältnis bedeutet implizit immer, dass es Gewinne gibt. Also es geht hier wirklich sehr viel um Geschmackssache. Und Investorengeschmack ist im Moment eben Wachstum, ist Technologie, ist Healthcare und eben die vermeintlichen Wachstumsgewinner. Und das hat sich durch Corona auch beschleunigt. Man hat also eine sehr starke Konzentration. Und das ist ja die erste Folie in diesem Kontext gewesen. Und diese Power, diese Dynamik und auch das Volumen, was hinter diesen Unternehmen steckt, ja, Sie wissen es wahrscheinlich, also über 1 Billion teilweise Börsenkapitalisierung. Apple ist mehr wert von Amazon jeweils mehr wert als der gesamte DAX, ja, also die Top 30 Unternehmen zusammen in Deutschland. Also es ist so viel Geld konzentriert in diesen globalen Technologiegewinnern. Und teilweise auch gar nicht so differenziert, weil wenn Sie zum Beispiel Facebook und Google sich anschauen, das sind natürlich bärenstarke Unternehmen, die sehr innovativ und dynamisch sind und so weiter, aber es sind de facto Unternehmen, die ganz stark von Werbeeinnahmen leben. Ja, das sind im Grunde genommen sehr große Werbekonzerne, die es eben sehr schlau und online und technologiebasiert machen. Und die haben natürlich auch massive Einnahmen, Einbrüche, also nicht Rückgänge, sondern Einbrüche, weil natürlich die Unternehmen ihre Budgets alle cutten im Moment und ihre Ausgaben zurückfahren. Ja. Aber sie sind halt sehr beliebt. Und das war uns ein Anliegen, das auch klar zu machen. Es gibt eine starke Konzentration im Aktiensegment und einfach Beliebtheiten. Und deswegen ist es so, dass beide Lager ein Stück weit Recht haben und auch noch Recht behalten könnten. Und ich kann Ihnen, weil wir nur diesseits der Glaskugel arbeiten im Investitionsbeirat, kann ich Ihnen auch kurzfristig nicht so klar sagen, wie unsere Einschätzung ist, wie sie langfristig ist, aber ich gebe Ihnen beides noch. So. Jetzt kommen wir zum Ausblick. Ja? Und am Ausblick ist es so, Sie erinnern sich an diese Folie. So, schauen wir nochmal schnell. Hier. Die Gewinnerwartung der Konsens der Analysten. Nächstes Jahr haben wir 11% mehr Gewinn als letztes Jahr. Ja? Jetzt gucken wir mal in die Historie und was die Realität sagt. Diese Grafik stellt dar, wie lange es gedauert hat, bis die Gewinne sich nach einer Rezession erholt haben. Ja, wieder unten, die X-Achse sind Monate, ja, und wir sehen hier, 100 ist quasi der Beginn der Rezession. Und wie viele Monate hat es dann gedauert, bis wir wieder im Grunde genommen, darum geht es bei mir bei dieser Folie, deswegen habe ich sie mitgebracht, bis wir wieder da waren, wo wir vorher waren. Und jetzt sehen Sie, 2000 war die kürzeste Phase mit, ich versuche es jetzt mal hier runterzuziehen, mit fast 40 Monaten, ja. Also über 3 Jahre. 2007, Lehman, über 4 Jahre, 48 Monate, ja. Und 1989, das ist jetzt aber schon so lange her, dass es die meisten nicht interessiert, 5 Jahre hat es gedauert, bis die Unternehmen im Standard & Poor's 500, also diesen 500 relevante Unternehmen im passenden Index in den USA, wieder so viel Gewinn gemacht hatten wie vor der Rezession. Von daher, klare Botschaft, diese Erwartungshaltung der Gewinnkorrekturen, die ich Ihnen eben eingespielt habe, ja, dass nächstes Jahr 11% mehr Gewinn gemacht wird als letztes Jahr, halten wir definitiv für vollkommen unrealistisch. Historisch gibt es derartige Situationen nicht und die Implikationen, die durch Corona entstehen, sind wirklich ganz massiv und auch im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Bankkrise, jetzt Banken ausgelösten Krise im Immobilienbereich wie 2008 durch Lehman. Das ist ja im Grunde genommen ein Bereich oder in dem Fall zwei Immobilien und Banken, der ausgestrahlt hat. Und natürlich sind Immobilien und Banken ziemlich bedeutsam, ja, aber die da ausgestrahlt haben. Das, was bei Corona im Moment passiert ist, also durch die Maßnahmen, sage ich mal, passiert, ist, das ist
alle Wirtschaftsbereiche betrifft, ja. Alle Wertschöpfungsprozesse sind letztendlich irgendwie beeinträchtigt und die meisten negativ, natürlich nicht alle, manche auch stark positiv, aber die meisten negativ. Und es beeinträchtigt Konsumentenverhalten, Konsumentenvertrauen, ja, und es beeinträchtigt die Nachfrage. Wir haben Arbeitslosigkeit, ne, schlechtere Kreditvergabebedingungen und so weiter. Und es beeinträchtigt das Angebotsverhalten, also die Wertschöpfungsprozesse, globale Wertschöpfungsprozesse, die integriert waren und so weiter, die werden brauchen, bis sie wieder ins Laufen kommen. Und es wird auch Angebotsengpässe geben. Ja? Warum sollte also die Erholung schneller sein als in der Vergangenheit, ist die Frage, die wir uns stellen. Und wir können es noch nicht erkennen. So, der Markt ist also, was das angeht, durch die Preise, die im Moment, an den Finanzmärkten zu sehen sind, also die sehr starken Erholungen, auch die Prognosen, dass es weitergeht, diese Rallye, die gerade stattfindet, sollten die Gewinnerwartungen dahinter stecken, ist es unrealistisch. So. Und das ist ein Grund, warum es eben auch zu starken Korrekturen kommen kann. Das war von Herrn N. die erste Frage, die gestellt wurde. Die Fachpresse schreibt immer wieder von anstehenden erneuten Crash von 30 bis 40%. Sehen Sie das auch so? Das, was ich Ihnen jetzt gerade schildere, dokumentiert, warum das sein kann. Es ist im Aktienbereich so, dass langfristig nur die Gewinne darüber entscheiden, wie die Kurse verlaufen. Langfristig ist das wichtige Wort. Und das würde auf jeden Fall bedeuten, dass die Korrektur groß ist. Und das sieht auch jeder im Investitionsbeirat so. Wir haben aber ganz vortrefflich und kontrovers darüber diskutiert, wie viel Korrektur es geben wird. Also wir sind uns alle einig, dass es Korrekturen geben wird, die auch spürbar sind, also zweistellig. Aber wir sind uns nicht einig darüber. Da gibt es zwei Lager, ja, im Investitionsbeirat. Die Hälfte, also drei ist tatsächlich so, drei. Also einer ist jetzt mal neutral, sage ich mal, also es ist wirklich die Hälfte. Die Hälfte erwartet, dass es wirklich sehr starke Korrekturen im Aktienbereich noch geben kann, die sogar noch unter die Tiefstände vom 18. und 23. März gehen können. Und die andere Hälfte glaubt es nicht, weil, und da komme ich jetzt auf die Positivargumente mit den nächsten Folien, was dafür sorgen kann, dass die Finanzmärkte tatsächlich auch noch weiterlaufen. Und das ist auch so die Hoffnung, die viele, viele Investoren haben und wo sie auch Angst haben, im Moment zu verpassen, investiert zu sein. Und was auch tatsächlich überlegenswert ist, das ist auch etwas, worauf ich immer hinweise, man sollte, wenn man investieren kann und man hat ein mittel- und langfristiges Ziel, dann investieren Sie. Ja? Weil ich habe es ja auch eben in der Folie aufgezeichnet, dann muss man halt nur so investieren, ich suche sie schnell raus. Man muss sich halt dann entscheiden, was man haben will. Wenn man sagt, nee, ich mag lieber günstige Unternehmen, quasi mit hohen Cashflows und so weiter, dann investieren Sie halt in diese Bereiche, ja. Geben Sie Ihrem Berater den Auftrag, sowas mit Ihnen zu machen. Wenn Sie aber sagen, nein, ich will Zukunft, Wachstum, Dynamik, Amazon und Co., das ist meine Welt. Ich brauche nicht so hohe Gewinne und Gewinnpartizipation. Dafür gehe ich höhere Risiken ein, in Anführungsstrichen, was die Bewertung angeht. Fühle mich aber besser mit der Zukunftsvision und der Wachstumsgeschichte. Also es gibt diese Möglichkeiten und man sollte dann auch investieren und sich, also es ist immer, das Risiko, nicht investiert zu sein, ist mittel- und langfristig immer größer, als dass man kurzfristig Kursschwankungen nach unten mitnehmen muss, ja. Also das schon mal vorab gesagt. Aber es ist tatsächlich so, es wird Korrekturen geben, da sind wir uns sicher. Die Frage ist aber, wie viel? Und da sind wir uns im Beirat nicht einig, und es ist ungefähr halb-halb. Die Hälfte sagt vielleicht 10, 15%. Und warum? Das zeige ich Ihnen auf den nächsten drei Folien. Und dann kommen wir auch zum Fazit. Und die andere Hälfte sieht tatsächlich auch noch größere Korrekturen. So, was alle eher positiv stimmen sollte und gerade im Aktienbereich auch, wenn Sie mittel- und langfristig denken, zum Investieren anregen kann und sollte, ist, dass die Anlagen sich ja immer in der verhältnismäßigen Attraktivität auch entwickeln. Das heißt also, ein Anleger, ob nun analytisch, modellbasiert oder aus dem Bauch heraus, macht ja eine Bewertung aus den Optionen an Anlagen, die ich habe, welche nehme ich? Und jetzt packe ich einfach mal nebeneinander den Bereich Anleihen, also Festgelder, den Bereich Gold und den Bereich Aktien, nur um drei zu haben. Ja, und dann nehme ich auch noch die Immobilien. Und dann überlegt man, es gibt ja zwei Komponenten, die über den Erfolg einer Anlage entscheiden, der laufende Ertrag und die erwartete eigene Wertentwicklung, also die man so wirklich selbst erwartet. So, und Aktien werden langfristig profitieren, weil eben andere Anlagen, wie zum Beispiel Festzinsanlagen, und das ist immer noch die größte und relevanteste Anlagekategorie, die es auf der Welt gibt, sind total unattraktiv geworden, ja. Deswegen diese Folie, das sind die Realzinsen, Realrenditen 10-jähriger Staatsanleihen aus den jeweiligen Ländern.
also real nach Inflation. Und Sie sehen hier eben China fast minus 3, USA, Deutschland minus 2, Großbritannien minus 1,5, Indien sogar im Moment auch negativ, Japan wie schon immer um den Nullpunkt in diesem Moment ein bisschen negativ. Und wenn Sie real vernünftige Erträge, also zwischen 2 und 6% haben wollen, dann müssen Sie in Malaysia, Brasilien, Mexiko, Russland, Indonesien oder in Südafrika investieren. Ja? Und das kann man. Und das kann unter bestimmten Umständen auch sinnvoll sein. Aber was ich Ihnen auch sagen kann, ist, die Masse der Menschen macht das noch nicht. Ja, und dieser Bereich, da wo das ganze Geld sitzt, real negative Zinsen und auch nominal ziemlich unattraktiv, also vor Berücksichtigung der Inflation. Und dann sagt sich der Vergleich, wenn man das vergleicht, dann sagt sich der Vergleichende, dann kaufe ich zum Beispiel im Moment lieber Gold. Ja, für viele hat Gold ähnlich subjektiv ähnlich viel Sicherheit wie Staatsanleihen von guten bonitätsmäßig guten Staaten. Und Gold, das hatte ich anfangs schon angedeutet, hat eine Wechselwirkung zu den Zinsen. Wenn die Zinsen niedrig sind, dann ist es für Gold tendenziell gut, weil Gold hat, wenn Sie es in einer gewissen Menge besitzen, relativ hohe Aufbewahrungskosten, weil es so wertvoll ist. Und im Moment ist es so, dass die Aufbewahrungskosten für eine deutsche Staatsanleihe sind 0,56% pro Jahr. Das sind nämlich die Negativzinsen, die Sie haben. Ja, das sind ja im Grunde genommen die Aufbewahrungskosten. Und das ist viel Aufbewahrungskosten. Also Aufbewahrung, ich gebe jemandem das Geld dafür, dass es sicher ist oder ich das Gefühl habe, dass es sicher ist. In diesem Fall der deutsche Staat. Also wir alle in der Leitung bürgen ja dafür mit unseren Steuerzahlungen. Ja. Und deswegen dieser Negativzins, das sind die Aufbewahrungskosten. Und bei Gold ist es im Moment eben attraktiver, weil Gold ja keine laufenden Erträge bringt, also noch nie gebracht hat, hat Gold eben an Attraktivität gewonnen. Also um das zu erläutern. So, bei Aktien ist es so, also bei Anleihen haben Sie gar keine Wertsteigerungschance, ja, keine, also langfristig. Man, das ist ja immer ein Kredit. Und ohne dass man handelt oder zockt oder wie auch immer man das nennen will, haben Sie ja keinerlei Wertsteigerung. Wenn Sie 100.000 Kredit geben, kriegen Sie am Ende auch noch 100.000 zurück, plus die Zinsen. In bonitätsstarken Bereichen im Moment keine Zinsen kriegen, sondern Zinsen zahlen dafür als quasi Aufbewahrungskosten für den sicheren Hafen. So, deswegen profitiert Gold langfristig, weil die Zinsen so niedrig sind, es auch nicht absehbar ist, dass sich das ändert. Ja, also umso weniger, weil die Staatsschulden letztendlich quer über den Erdball nochmal deutlich gestiegen sind und die meisten Staaten sich steigende Zinsen gar nicht leisten können. So, im Immobilienbereich haben sie laufende Erträge und haben eine Wertsteigerungs- oder Wertverlustkomponente, die sein könnte und die stark von Standortbestimmung abhängt. Und da gehe ich kurz im Fazit auch drauf ein, dass natürlich jetzt auch zum Beispiel gerade sehr disruptiv durch Corona werden sicherlich ein paar neue Ideen auf den Tisch kommen, was eben Nutzungsmöglichkeiten von Büros, Hotels und so weiter angeht. Und dann haben Sie eben da die Aktien. Und Aktien sind ja Beteiligung an Unternehmen, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die echte Menschen in ihrem Leben brauchen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist auch der Grund, warum, auch wenn ich jetzt einiges vorgreife aus dem Fazit, aber was in dem Ausblick wichtig ist, die kurzfristigen Schwankungen im Aktienbereich können sehr hoch sein. Mittel- und langfristig werden Aktien aber profitieren aus der aktuellen Situation, weil die Zinsen halt noch niedriger und noch dauerhafter niedriger sind, als wir es eh schon länger prognostiziert haben und angenommen haben. Und somit wird die Aktie eben mit laufenden Erträgen und langfristig, das ist systembedingt, langfristig steigenden Werten, weil eben Unternehmen, die die Bedürfnisse von Endverbrauchern gut bedienen, natürlich wertvoller werden. Ist ja logisch, weil sie mehr Gewinn machen. Wir werden ja insgesamt mehr Menschen auf der Welt, die mehr konsumieren und so weiter und so fort. Das hat eine gewisse Logik. Werden sie profitieren. Ne? Also in der relativen Attraktivität, um es auf den Punkt zu bringen nochmal, sind Anleihen noch unattraktiver geworden als eh schon. Niedrigere Zinsen bei schlechterer Bonität, weil die Staatsverschuldung deutlich gestiegen sind durch Corona, durch die riesigen Rettungsprogramme. Und deswegen mittel- und langfristig werden sie profitieren. Ein Blick in die Emerging Markets, ein seit 25 Jahren Lieblingsthema von mir persönlich und nicht zu unterschätzen, vor allem in der langfristigen Anlage. Im Bereich der Emerging Market Aktien sehen Sie hier links, das ist quasi das, bitte erstmal wirklich nur links gucken, das ist das Kursbuchwertverhältnis. Das heißt, wenn Sie ein Euro Eigenkapital in der Bilanz haben, was zahlen Sie an der Börse, um Sie an einem Unternehmen, das 1 Euro Eigenkapital in der Bilanz ausweist, zu beteiligen? Und dann sehen Sie hier, langfristig musste man das 1,8-fache zahlen, also 1,80 Euro. Die 80 Cent Aufgeld sind die Zukunftsfantasie, dass das Unternehmen sich gut entwickelt und so weiter.
Und im Moment sehen Sie, sind wir hier. Ja? Also wir sind ziemlich weit unten im historischen Vergleich und wir müssen schon in die Asienkrise gehen, die ich übrigens als sehr lehrreich schon miterlebt habe in meiner Anfangszeit als Portfolio-Manager. Wir müssen wirklich sehr weit zurückgehen bis in die Asienkrise, dass wir günstigere Bewertungen haben. Und in den Emerging Markets sind, nimmt man tendenziell diese Kurs-Buchwert-Verhältnisse eher für die Bewertung der Attraktivität, der substanziellen Attraktivität der Aktienmärkte. So, und rechts, jetzt der Wechsel nach rechts, diese Grafik lesen Sie so, bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis, wie wir es aktuell haben, sehen Sie in diesem Balken, ja, der hier markiert ist, wie viel pro Jahr Ertrag haben Sie gemacht auf 10 Jahre, also in den folgenden 10 Jahren. Und was man hier auf den ersten Blick sieht, zumindest historisch, haben Sie bei einer Kursbuchwertbewertung von 1,4, wie wir sie im Moment haben, noch nie über den dicken Daumen, jetzt mal hier markiert links an der Skalierung, noch nie weniger als 8% pro Jahr in den folgenden 10 Jahren gemacht. Das heißt also, trotz aller kurzfristigen Risiken, die es definitiv im Schwellenländerbereich auch gibt, leider, ja, ist langfristig das Bewertungsniveau extrem, extrem günstig und attraktiv, bietet tolle Chancen und sollte in jedem Portfolio im Aktienbereich berücksichtigt sein. Ja, kurzfristig ist es natürlich schon noch schlecht abzusehen, was die Corona-Krise dort bedeutet. Inzwischen haben über 100 Unternehmen beim Internationalen Währungsfonds Hilfskredite beantragt, die meisten davon natürlich Schwellenländer und Frontier-Märkte. Und kurzfristig gibt es da natürlich Unwägbarkeiten. Vor allem, man geht ja davon aus inzwischen, dass das Coronavirus temperatursensitiv ist und das heißt, dass jetzt auf der Südhalbkugel, wo jetzt im Grunde genommen der Winter kommt, das Coronavirus auf jeden Fall in Anführungsstrichen, also da ist es dann die erste Welle, aber sich gerade deutlich mehr verbreitet und mehr Konsequenzen nach sich zieht. Und also da gibt es Unwägbarkeiten, die kurzfristig auch deutlich negativ wirken können. Mittel- und langfristig sind die Bewertungen aber wirklich sehr attraktiv. Und selbst, und das ist jetzt so eine in Anführungsstrichen Provokation, weil das kann ich jetzt so sagen, weil was wir an den US-Aktien im Investitionsbeirat, was man da gut findet, ist, der US-Markt, das hat man auch jetzt gesehen durch die FED-Maßnahmen, durch die Politik, das ist halt alles sehr kapitalistisch und finanzmarktfreundlich ausgerichtet und der erfährt dann immer sehr viel Stützung. Man hat also tendenziell weniger Rückschlagpotenzial und erholt sich auch historisch besser. Also kurzfristig betrachtet sind das die Dinge, die für den Markt sprechen. Er ist aber tatsächlich im Moment im historischen Kontext, was die Aktien isoliert betrachtet angeht, teuer. Ja? Trotzdem, und das ist das, was diese Folie aufzeigen soll, sie bezieht sich wieder auf diese relative Attraktivität, ja? Zwischen Anleihen, das ist das hier, 10-Jahres-Anleihe, Staatsanleihe der USA, im Verhältnis zu den Erträgen und Gewinnen, die Aktien machen. Und das nennt man Risikoprämie. Das heißt, wie viel mehr bekommt man, wenn man in Aktien investiert, für das mehr Risiko, was man eingeht. Und die Grafik lesen Sie so, umso weiter oben das ist, desto attraktiver sind Aktien in dieser Vergleichsbewertung. Und da sieht man, wenn man so eine Trendlinie macht, dass die tatsächlich mit einer ganz kleinen, kurzen Ausnahme im Moment tatsächlich Aktien im Verhältnis zu den 10-jährigen Staatsanleihen attraktiv bewertet sind. Ja. So, was man auch sieht, und das ist dann tatsächlich der Abschluss und die letzte substanzielle Folie, und einige fragen sich wahrscheinlich, ob sie sich hier für ein Semester Volkswirtschaftslehre und Fundamentalanalyse eingeschrieben haben. Aber wir haben es angekündigt in der Einladung, es war wirklich ein unglaublich finanzglaublich krasses Quartal. Und mein Anliegen ist auch zu zeigen, diese Dinge, die meisten Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, die haben dauerhaften Wert, die geben dauerhaft eine gewisse Orientierung. Ja? Und in diesem Blind- und auf Sichtflug quasi, den im Moment viele Investoren machen müssen, glauben wir eben, dass es eine gute Idee ist, weil es eben diese sehr starke Unterscheidung zwischen kurzfristiger Prognose und mittel- und langfristiger Prognose gibt. Und deswegen auch wirklich das tiefe Einsteigen. Ich hoffe tatsächlich, dass ich es auch verständlich überbringen kann, obwohl es ja richtig zur Sache geht und Sie akzentuiert das mitnehmen, was für Sie interessant ist. Ich habe jetzt relativ viel im Aktienbereich über die Chancen geredet, habe gesagt, dass Anleihen, das ist ja pauschal, aber die meisten Anleihen wirklich sehr unattraktiv sind und habe Sie auch aufgefordert, da tendenziell die Abschiedsgeschenke mitzunehmen, wenn Sie nochmal einen Staatsanleihenkursgewinne bekommen haben. Da ist das Ende der Fahnenstange erreicht, zumindest wenn die investieren und nicht kurzfristig denken. Kurzfristig ist klar, bei einem Crash würden die nochmal profitieren.
Aber wenn Sie an Crash glauben, können Sie anders mehr Geld finden. So, jetzt noch eine Sache, die auch aufzeigen soll, dass es noch mehr, sage ich mal, Disbalancen gibt, weil die Aufmerksamkeit der Investoren in Phasen wie jetzt meistens sehr stark auf wenige Themen konzentriert ist. Ja? Und ich habe Ihnen deswegen Schwellenländerwährungen im Vergleich zum US-Dollar mitgebracht. Da haben Sie auch hier eine ziemlich lange Zeitreihe, wie Sie sehen, 1992 bis heute, 38 Jahre. Und Sie sehen eben, das ist der Durchschnitt. Man kann quasi den tatsächlichen inneren Wert von Währungen, die, ich sage es immer so umgangssprachlich, ja quasi der Aktienkurs der Volkswirtschaft sind, also wie viel Substanz in der Volkswirtschaft spiegelt sich in dem Währungswechselkurs wieder, ja. Also die relative Attraktivität der Stärke der Volkswirtschaften spiegelt sich ja normalerweise in den Währungswechselkursen wieder. Und da sehen Sie auch hier wieder, das ist, man muss wie gesagt gar nicht so tief einsteigen, die Folien, die ich mitbringe, sind meistens intuitiv bildhaft erkennbar und verständlich. Und so weiter unten das ist, desto günstiger ist es. Und Sie sehen hier eben die Unterbewertung der Schwellenländer, Anleihen ist im Moment aufgrund dieser aktuell ziemlich negativen Situation wirklich 30% unter dem langfristigen Durchschnitt, ja. Also 30% stille Reserve, wenn Sie es im Vergleich sehen zum langfristigen Durchschnitt zwischen Schwellenländeranleihen als zusätzliches Gewinnpotenzial zum US-Dollar, wenn man mittel- und langfristiger Investor ist. Und das Ganze muss man eben in Wechselwirkung sehen zu dem, was in der rechten Grafik steht, die Sie so lesen. Umso weiter oben sich diese Linie bewegt, desto besser ist es. Und Sie sehen eben, dass hier diese Bewertung deutlich runterging, also immer billiger wurde, obwohl hier die Leistungsfähigkeit der Schwellenländer kontinuierlich gestiegen ist. Das soll also auch ein Impuls sein, über den Tellerrand hinauszublicken, dass es eben wirklich gut berechenbare und analysierbare Reserven gibt im Grunde genommen, etwas versteckter, weil ich vermute mal, dass 90% aller Zuhörer heute nicht so wahnsinnig oft über Schwellenländerwährung im Vergleich zum US-Dollar nachdenken. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Markt. Wir haben über 80% der Bevölkerung in Schwellenländern und Frontschirmmärkten und somit ist das natürlich eine bedeutsame Bevölkerungsmenge und Wirtschaftsleistung. Und das auch als ein Impuls für große Chancen. So, jetzt gibt es noch zwei Fazitfolien und dann haben wir tatsächlich, werden wir dann, auch wenn die Fußball-Bundesliga 90 Minuten uns nicht beglücken konnte die letzten Wochen, dann habe ich heute mal 90 Minuten gemacht und Ihnen hoffentlich was mitgeben können. Ich habe Ihnen aus den zwei Folien das Fazit zusammengefasst. Ja? Aktien, das geht relativ schnell, weil ich vieles davon gesagt habe und dann gucke ich nochmal, ich habe doch eine ganze Reihe von Fragen. Rechts noch sehe ich, das kann ich aber Multitasking nicht parallel lesen, da gucke ich dann gleich noch rein und werde jede Frage, die Sie mir stellen und die Sie auch jetzt noch reinschreiben können, gerne beantworten. Also Aktien. Langfristig werden Aktien stark profitieren, da sind wir uns unterm Strich im Investitionsbeirat einig, aus den Gründen, die ich Ihnen eben, glaube ich, hoffentlich deutlich geschildert habe. Die relative Attraktivität ist groß und unterm Strich werden auch die ganzen Kapitalmaßnahmen der Regierung von Notenbanken ihre Wirkung entfalten. Ob es die volle Wirkung ist, die sich die Notenbanken und Staaten erhoffen oder nicht, ist in dem Fall nebensächlich. Mittel- und langfristig werden Aktien profitieren im Vergleich zu allen anderen Anlageklassen und es wird auch dort, glauben wir, ansehnliche Kursgewinne geben können. Kurzfristig allerdings gibt es ein sehr hohes Marktrisiko. Das ist also eine zweite, genau, also es ist kurzfristig einfach nicht alles eingepreist, was real wirtschaftlich passiert. Wir haben diese starke Konzentration auf einzelne Themen, die relativ hohe Bewertung haben. Und auch oft ist es so eine Verständnisillusion, wie ich sowas nenne. Amazon ist dafür ein gutes Beispiel. Das ist so ein offensichtlicher Krisengewinner. Da habe ich neulich einen Gastkommentar zugeschrieben und das auch provozierend als Beispiel genommen. Nur das ist keine Empfehlung, weder pro noch contra. Viele von Ihnen denken, Amazon ist ein Krisengewinner, der Einzelhandel ist endgültig abgemeldet, die haben uns beliefern können, als nichts mehr ging und wir den Lockdown hatten und deswegen ist das bestimmt ein spannendes Unternehmen. So, aber was steckt sonst hinter Amazon? Wie ist die Bewertung? Wie sind die Dividenden der letzten Jahre? Und da dient es meiner Meinung nach als gutes Beispiel. Amazon hat die Amazon Web Services. Das ist ein Tochterunternehmen, isoliert betrachtet, wäre es das am schnellsten wachsendste Wirtschaftsunternehmen der Wirtschaftsgeschichte. Und das ist ein wahrer Gewinner. Also das sind so Cloud-Lösungen, also Rechenzentren mal umgangssprachlich gesagt und wächst unfassbar schnell.
Und Amazon Pay, die Zahlungsdienste sind eben auch starke Profiteure. Und diese beiden Unternehmensbereiche zum Beispiel haben noch viel mehr Skalierungspotenzial, also Wachstumspotenzial mit viel weniger Personalaufwand und sind margenstärker als der Handelsbereich, ja. Und klar, Amazon ist ein starker Gewinner, aber denken viele an diese anderen beiden Geschäftsbereiche, die eigentlich die waren, also noch mehr die Treiber hinter der Amazon-Story sind. Und auf der anderen Seite wird Amazon auf Basis der für dieses Jahr erwarteten Gewinne mit einem Kursgewinnverhältnis von 87 gehandelt, ist also jetzt kein Schnäppchen das. Also auch viel weitere Zukunftsfantasie mit eingepreist und hat noch nie Dividenden gezahlt. Das ist also deswegen meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, auch aufzuzeigen, wie sich die Aufmerksamkeit der Investoren stark konzentriert und teilweise auf dieses subjektive Gefühl, ich will einen Gewinner kaufen, egal was es kostet, natürlich die Preise verzerrt. Und da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich habe dazu eine konkrete und gute Frage bekommen. Genau, kurzfristig aber ein sehr hohes Marktrisiko, weil die Erholung eindeutig übertrieben ist, ja, eindeutig übertrieben. Und wir können, da besteht Uneinigkeit im Investitionsbeirat. Es kann auch gut sein, dass die Kurse noch 20% weiterlaufen und dann 2, 3 Jahre da stehen bleiben, weil einfach unglaublich viel Liquidität im Markt ist. Wenn Sie mittel- und langfristiger Investor sind, machen Sie sich davon nicht abhängig, warten Sie nicht ab, versuchen Sie nicht zu timen, ja. sondern machen Sie eine Strategie mit Ihrem Berater. Es gibt für quasi jedes Bedürfnis, was Sie haben, bestimmt eine gute Lösung. So, Renten außerhalb von Schwellenländern, negative Realzinsen. Wir haben eine deutlich gestiegene Verschuldung, habe ich gesagt, das Bonitätsrisiko ist gestiegen, also ganz klar, wenn man es objektiv sieht. Und bei Schwellenländeranleihen ist es indifferent. Was ich eben schon sagte, ist, oder nee, was ich noch nicht sagte, also Haushalte und Demografie sind in Schwellenländern meistens besser. Also die Staatsverschuldung, oftmals Haushaltsüberschüsse und zunehmende Bevölkerung im Grunde genommen, also viel nachwachsende Wirtschaftskraft. Das sind so die Vorteile. Was ein Nachteil ist, die haben eben keine Fed, also keine amerikanische oder EZB, europäische Notenbank, die eben ein paar Billionen Rettungsprogramme übers Wochenende verabschiedet. Und deswegen gibt es eben über 100 Anfragen beim Internationalen Währungsfonds für Hilfskredite. Und das ist natürlich kurzfristig auch ein größerer Risikofaktor, deswegen indifferent, ja. Also wer Anleihen im Portfolio haben will und mittel- und langfristig investieren will, da ist das sicherlich die bessere Wahl, als sich negativ verzinste Staatsanleihen ins Portfolio zu packen. Kurzfristig ist es natürlich ein sicherer Hafen. Da muss man sich natürlich fragen, ob man das Geld nicht quasi ins imaginäre Kopfkissen packt, bevor man das negativ verzinst anlegt. Aber klar, wenn Sie mit dem Crash rechnen, ist das ein sicherer Hafen. Aber wenn Sie mit dem Crash rechnen, können Sie auch versuchen, damit Geld zu verdienen. Langfristig komplett unattraktiv, weil die Inflation wird, da sind wir uns relativ sicher, zunehmen. Also wir glauben nicht an so eine Hyperinflation und andere verschwörungstheoretische Themen, aber doch, sie kann zunehmen. Wir haben eben die schlechtere Bonität der Staaten und werden im Unternehmensanleihenbereich relativ hohe Ausfallraten sehen. Also wir werden Massenpleiten sehen, quer über den Erdball in den nächsten Monaten oder vielleicht auch 18 Monaten, 1,5 Jahren. Und das wird sich im Anleihenbereich entsprechend auch widerspiegeln. Im Gold, weiteres Potenzial sowohl als Absicherung, also für negative Finanzmarktentwicklung, ja, weil dieser superschnelle Sell-off, wo alles zu Geld gemacht wurde, das ist wirklich ein absolutes Crash-Szenario, wo dann auch wirklich alles verkauft wird. Das sind sogenannte Margin Calls. Da müssen dann also Investoren auch die gut laufenden Sachen, von denen sie vielleicht überzeugt sind, verkaufen, um irgendwelche wirklichen Löcher zu stopfen an anderen Baustellen. Und das ist das, was im März auch beim Gold passiert war, bei diesem ziemlich starken Einbruch. Also außerhalb eines echten Crash-Szenarios sollte Gold auch kurzfristig als Absicherung sehr gut funktionieren und mittel- und langfristig eben auch tatsächlich, um Renditen über die Wertentwicklung zu machen, weil die Zinsen eben so extrem niedrig sind und Gold dadurch eben fundamental auch mittelfristig attraktiver ist. Immobilien, kurzfristig über 6 bis 8 Monate, kann und wird es in einigen Segmenten deutliche Korrekturen geben, vor allem natürlich im Gewerbe- und Bürobereich. Ich denke, dass alle von Ihnen das irgendwie in ihrem Umfeld beobachten oder selbst erleben. Die Arbeitswelt verändert sich quasi. Ich habe eine 100%-Quote von Unternehmen, die ich kenne, die sagen: Mensch, ich bin überrascht, wie gut das mit dem Homeoffice klappt. Und die Anbieter von Online-Konferenzen, Videokonferenzen und so weiter
machen einen Wahnsinnsjob, hunderte von Millionen Downloads, und es ist wirklich klasse. Also wir selbst haben eben auch die Sachen im Einsatz und sehen uns eben in unseren Teambesprechungen und so weiter und so fort. Also der Bedarf, also wenn viele ihre Büro- und Gewerbenutzungskonzepte überdenken, und leider wird es natürlich auch da eine Menge Pleiten geben, und es geht auch quer über den Erdball, und dann einfach kurzfristig eine Korrektur geben. Für Schnäppchenjäger wird das eine gute Chance sein, weil es dann, weil man natürlich sensationell günstig finanziert Immobilien kaufen kann. Das ist eine Situation, die selten passiert, dass man Preiskorrekturen hat und trotzdem gute Finanzierungsmöglichkeiten hat. Das gilt jetzt vor allem, sag ich mal, für Deutschland. Also wenn Sie einen Berater haben oder selbst immobilienaffin sind, setzen Sie sich mit dem Szenario auseinander. Also diese Kombination gibt es sonst eigentlich nicht. Da muss man aber natürlich mit der Profi sein oder einen Profi an der Seite haben. Langfristig werden Immobilien und Sachwerte an, also jetzt gerade bei Immobilien an guten Standorten, das ist wichtig dabei, auch profitieren wegen der mittel- und langfristig wahrscheinlich höheren Inflation und weil es eben laufende Erträge bringt und das auch in der Wechselwirkung zu Anleihen natürlich jetzt noch attraktiver geworden ist. Das mit den guten Standorten betone ich so, weil sie natürlich sowohl im Gewerbebürobereich als auch im Wohnbereich immer eine Abhängigkeit haben vom Arbeitsmarkt, weil sie natürlich Kaufkraft brauchen. Also, und wenn die Firmen, was leider passieren wird, nennenswert in die Pleiten gehen, ne, da wird es natürlich auch Unterschiede geben. Und das hat was mit Branchen zu tun. Also es gibt Branchen, die besonders stark leiden und so weiter. Dann haben sie auch weniger, sag ich mal, Einkommen bei den Konsumenten, weil die Menschen weniger beschäftigt sind und so weiter und so fort. Dann ist es auch schwerer, Mieten durchzubringen, die hoch sind im wohnwirtschaftlichen Bereich. Also die Standortrelevanz hat unserer Meinung nach nochmal zugenommen deutlich oder wird zunehmen, weil wir eben Arbeitslosigkeit sehen werden, also in Deutschland, in Europa und in den USA, um mal die Bereiche abzudecken. Und wenn Sie im Gegensatz zu vorher, wo wir quasi Vollbeschäftigung hatten, echte Arbeitslosigkeit haben, wenn sie regional starke Unterschiede haben und brauchen da die richtigen Standorte. Also kurzfristig spürbare Korrekturen, langfristig auch profitieren, aber eben sehr selektiv und teilweise natürlich auch, gerade was so Büro und Gewerbe angeht, müssen sich die Betreiber, die Vermieter auch was einfallen lassen, weil es einfach anders wird dort. Ne? Wir glauben nicht, dass der Bereich jetzt implodiert, sondern wird andere Anforderungen stellen und gute Immobilienbesitzer werden das auch bedienen können. So, was sind die Kernchancen und das Fazit? Und das ist die letzte Folge und ich ziehe den Hut vor all denen. Und es sind immer noch 75% der ursprünglich Angemeldeten drin. Vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass es auch daran liegt, dass ich Ihnen wirklich die vielen, vielen Dinge an die Hand geben kann und Sie Orientierung daraus mitnehmen. Und das ist jetzt die letzte Folie, bevor ich dann am Ende nur noch um kurzes Feedback bitte. Was sind die Kernchancen und die Kernrisiken mit dem Blick nach vorne, ja? Da gehe ich jetzt einmal nach unten auf die Folie. Da steht das Wort Unwägbarkeiten, das mir ziemlich wichtig ist, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Risiken und Unwägbarkeiten. Unwägbarkeiten sind so allgemeine Lebensrisiken, sag ich mal, im Leben und das gibt es an den Finanzmärkten auch. Ich habe keine Ahnung und auch niemand hat eine Ahnung, wie nächste Woche die Börsenkurse sind, egal in welchem Segment. Ja, und jeder, der das behauptet, ist ein Scharlatan. So, das sind Unwägbarkeiten. Das kann ich nicht analysieren, das kann ich nicht antizipieren, das kann ich auch nicht absichern, weil ich kein konkretes Risiko habe. Da habe ich keine Wahrscheinlichkeit, sondern so, und das geht allen so. Das hat jetzt nichts mit meiner individuellen Kompetenz zu tun. So, und das sind Unwägbarkeiten, da muss man ganz klar unterscheiden. Mit denen muss man klarkommen. Also Verlaufsschwankungen als Investor müssen Sie eh in Kauf nehmen. Das ist der Preis, den man eigentlich dafür zahlt, dass man langfristig gute Erträge einfährt oder gute Wertentwicklung. Und davon gibt es eine ganze Reihe und das ist eigentlich immer schon so. Es fühlt sich im Moment so an, als wenn es im Moment besonders viele gibt, aber das erspare ich uns jetzt nach 90 Minuten. Es gab vor 10 Wochen auch echt viele Unwägbarkeiten und da haben wir uns halt über andere Dinge Gedanken gemacht. Und ich kann mich an keine Phase erinnern, wo es sie nicht gab in den letzten 23 Jahren, wo ich im Portfolio-Management bin. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Ja? Chancen und Risiken, das bezieht sich auf die Dinge, die relativ konkret antizipierbar sind und manchmal sogar auch ganz gut prognostizierbar. Also, wesentliche Chancen für weitere positive Erholungen und Entwicklungen an den Finanzmärkten, die unterinvestierten institutionellen Investoren. Viele stehen noch an der Seitenlinie, sind zurückhaltend. Wenn das Geld reinfließt und gerade der Druck steigt jetzt einzusteigen, ne? Weil manche fahren gute Kursgewinne ein und ich bin auch in einer Strategie,
mitverantwortlich, wo wir im Moment gerade ziemlich doof aussehen, weil wir eben nicht so stark investiert sind und dann muss man sich erklären und so weiter. Da muss man dann halt auch hinterstehen. Und ich weiß, dass viele oder wir wissen, dass viele Investoren eben diesen Druck nicht widerstehen. Und das ist eine Chance tatsächlich, weil wenn die dann auch noch alle mit dem Geld reingehen, weil sie Angst haben, zu viel zu verpassen, steigen die Kurse noch weiter und das hat so eine gewisse selbst sich treibende Dynamik. Die Programme der Notenbanken und Staaten greifen in Klammern besser, als es erwartet wird. Das ist natürlich eine Chance. Wir glauben, dass vieles nicht so effektiv greifen kann, weil es eben sowohl in der Angebots- als auch in der Nachfrageseite Probleme gibt und das Konsumentenvertrauen gestört. Die hohen Geldmarktbestände werden investiert. Ich habe es Ihnen aufgezeigt. Fast 5 Billionen liegen in Geldmarktfonds. Das ist wirklich eine große Stange Geld. Es könnte eine Überraschung beim Impfstoff geben. Ja, die realistischen Erwartungen sind ja alle deutlich im nächsten Jahr. Das ist definitiv ein Gamechanger, wenn da in den nächsten Monaten doch was rauskäme. Auf der Riesenwege jetzt, ne, was rauskäme. Und wenn diese Rückkehr zur alten, ich habe bewusst Wunschwelt geschrieben, schneller passiert, also wenn die Lockdowns jetzt aufgelöst werden und es wird nicht so sein wie in China, wo die Konsumenten jetzt gerade mal etwas mehr als 50% des quasi vorherigen Verhaltens an den Tag legen, also da sieht man, dass das eben nicht so ist, dass alle sofort wieder back to normal und das Geld ausgeben. Aber das ist natürlich eine Chance, dass das passieren könnte. Und wenn ich hier durch München gehe, bin ich auch positiv überrascht oder überrascht. Nee, überrascht, genau, teilweise auch nicht positiv, wie voll es ist und wie sehr die Leute sofort vor die Tür gehen. Und das ist natürlich eine Chance, dass es doch schneller geht, und dass die Menschen sich so sehr nach der alten Welt sehnen, dass sie sich eben darauf einstellen, Gesichtsmasken tragen und ihr Geld ausgeben und die Wirtschaft antreiben, ja. Das sind die Hauptrisiken. Zweite Infektionswelle wird von vielen Medizinern ja als sowieso stattfindend angenommen, ist definitiv ein Risiko. Auch wenn die politischen Maßnahmen nicht so krass wären wie im ersten Durchlauf. Aber das wird auf jeden Fall ist das ein Risiko. Deutlich stärkere Folgeschäden als bisher angenommen. Wir halten, das ist natürlich, da sind nicht alle sieben sich komplett einig, aber unterm Strich halten wir die Prognosen der meisten Analysten und Institute noch für zu wenig pessimistisch. Also wenn die Folgeschäden, die realen in der Wirtschaft größer sind als das, was bisher angenommen ist und veröffentlicht ist, dann ist das natürlich ein Risiko und kann Enttäuschung geben. Konsumenten verhalten sich ähnlich, habe ich eben gesagt, wie in China. Ölpreiskrieg habe ich heute fast nur als Randnotiz genannt. Wenn das Problem nicht gelöst wird, ja, sind ruinöse Preise, dann sehen wir in den USA im zweiten Halbjahr, wenn die ganzen Absicherungen, die im Moment noch bestehen, also im Moment ist das noch gar nicht so schlimm für die Ölkonzerne, im zweiten Halbjahr wird das richtig schlimm, wenn die alle aufgelöst sind, die Absicherungen, dann geht es da Pleiten, die es richtig in sich haben. Wenn das nicht gelöst wird, dann können wir alle nochmal richtig in Deckung gehen. Und das ist eben eine wirklich systemrelevante Branche. Und dann, das einfach eines oder mehrere systemrelevante Unternehmen in die Insolvenz gehen. Da wird erstaunlich wenig drüber geredet und ich bin auch erstaunt und überrascht, dass das noch nicht passiert ist, dass irgendeine große und erwartete Insolvenz kommt, weil irgendein wirklich großer Konzern sich verzockt hat oder irgendwas nicht richtig abgesichert hat oder so. Und wir haben noch keine wirklich richtig große Pleite gehabt. Und das hat im Moment irgendwie keiner auf dem Plan, dass das auch passieren kann. Und ich bin, da spreche ich jetzt noch nicht 100% überzeugt, wobei die meisten Kollegen das ähnlich sehen. Das muss ja irgendwann irgendwie kommen. Das kann gar nicht sein, dass sie alle dadurch manövriert haben oder manövrieren werden. Also es gibt einige wirklich große Risiken. Und gerade kurzfristig heißt es, haben Sie Ihre langfristigen Anlageziele im Blick? Nehmen Sie mit, welche Bereiche profitieren werden? Das haben wir ja relativ deutlich gesagt hier. Und nehmen Sie kurzfristige Schwankungen in Kauf. Versuchen Sie nicht zu timen, ja, weil das ist ja jetzt quasi so eine Bonusfolie, die ich vor einigen Konferenzen mal eingeblendet habe und die explizit in den Feedbacks erwähnt wurde. Diese Folie zeigt für den Aktienbereich im Euro-Bereich auf, wenn Sie in den 14 Jahren von 2004 bis 2018 durchgehend voll investiert waren, haben Sie 5,3% pro Jahr gemacht. Wenn Sie die besten 10 Tage verpasst haben, nur 10 Tage, haben Sie 0,5% im Schnitt pro Jahr gemacht. Wenn Sie die besten 30 Tage verpasst haben, haben Sie Geld verloren und zwar minus 4,1. Und wenn Sie die letzten 50 Tage verpasst haben, minus 7,7% und zwar pro Jahr.
Ja. Also das heißt, das Risiko, nicht investiert zu sein, ist am langen Ende größer als kurzfristig ein bisschen schmerzhafte Schwankungen mitnehmen zu müssen. Und deswegen sollten Sie ja, sich, wenn Sie investieren können und es eigentlich wollen und haben mittel- und langfristige Ziele, setzen Sie mit Ihrem Berater hin. Sie haben jetzt ja einige Informationen an die Hand bekommen von dem Investitionsbeirat und dann machen Sie das auch. So. Ich blende Ihnen jetzt ein die Anmeldemöglichkeit für die nächste Corona-Konferenz, nennen wir sie. Das sind diese 14-tägigen Updates, die wir machen, solange es noch unruhig ist an den Märkten, was unserer Meinung nach gut noch bis zum Jahresende sein kann und wird. Da können Sie sich jetzt anmelden, wenn Sie wollen, direkt, während ich das Chatfeld lese. Ja, wenn ich das dann gelesen habe, das Chatfeld, gehe ich auf die noch verbliebenen Antworten der Fragen ein und gebe Antworten. Und bitte Sie dann noch, mir zwei Feedback-Fragen gleich zu beantworten. Für alle die, die jetzt vielleicht, weil Sie bei der Familie sich schon für die Tagesschau angekündigt hatten und nicht dieses diese Fußballspiel dauernde Konferenz erwartet haben, sich jetzt abmelden. Ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat was gebracht. Wenn es Ihnen gefällt, empfehlen Sie Ihren Berater weiter, der Ihnen den Zugang ermöglicht hat. Die meisten Zugänge sind ja über Ihre Berater oder die Investitionsbeiratsmitglieder ermöglicht worden. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Orientierung zu geben, also kompetent, unabhängig davon, keine Crash-Propheten oder Aktien oder sonst was Dogmatiker, die hier ihre Story verkaufen, sondern ein breit aufgestellter, siebenköpfiger Experteninvestitionsbeirat. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Es ist natürlich immer sehr abstrakt, weil wir gerade keine Produktempfehlungen hier geben. Aber es gibt Ihnen dadurch auch an der ganzen Breite was an die Hand für die verschiedenen Anlageklassen und auch für Ihre Immobilieninvestments und so weiter. So, ich gehe jetzt auf die Fragen nochmal ein. Ich schaue, so, also zu dem Crash, das war die erste Frage, 30 bis 40% wird angesprochen. Ich habe es erläutert, wir waren uns uneins, halb, halb. Die eine Hälfte sieht, dass das passieren kann und auch wird. Und es ist tatsächlich eine Kategorie Unwägbarkeit. Dafür spricht diese übertrieben positive Einschätzung der Analysten, dass das nicht passiert und dass der Crash eintritt. Dafür spricht, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen bis heute noch nie richtig eingepreist waren. Und dann müssten die Kurse nochmal unter den Stand von Mitte März gehen. Wie gesagt, und die, die den Crash nicht sehen, sagen, es ist so viel Liquidität da. Immer wenn wir jetzt 10, 15% Bewegung nach unten haben, wird irgendjemand nachkaufen, der das als günstig empfindet. So, dann habe ich manche Verabschiedungs-E-Mails. Danke, die sind eigentlich positiv. Wir haben ja die Zeitangaben, habe ich angewiesen, zu streichen. Also wir machen das 30 Minuten gelingt mir selten, aber es ist auch schon gelungen. Und so wie heute ist jetzt schon Jahre her, dass ich so viel Zeit beansprucht habe. Das habe ich jetzt einfach gemacht, weil es auch wirklich meiner Meinung nach eine wirklich bedeutsame Situation ist für viele Investoren. So, genau, eine Anmerkung quasi von Herrn Z, dass die, schauen wir mal hier, genau, diese nicht in der Breite getragene Aufschwung, also dass eben die Facebook, Amazon und Co. Die Märkte letztendlich tragen und ob das nicht ein Indikator dafür ist, im historischen Kontext, dass es tendenziell wieder deutlich nach unten gehen wird. Ja, das war historisch eben so. Das ist eben kein klassischer Bullenmarkt, weil der wird in der Breite getragen, weil sich allgemein die Stimmung zu Unternehmen und Unternehmensbeteiligung in Form von Aktien verbessert. Das ist ist ein möglicher Indikator. Da wir aber hier von einem generellen Zeitgeist sprechen und dass Technologie wirklich auch disruptiv Dinge verändert hat, sag ich mal, im Wirtschaftsleben. Und es ist eben jetzt nicht so ganz einfach zu beantworten, weil durch die viele Liquidität, die da ist, wie gesagt, kann es auch sein, dass diese Kurse noch weiter steigen. Und dann aber kann es wirklich auch sein, dass sie dann ein paar Jahre lang auf einem Niveau stehen bleiben, weil die eindeutig natürlich zu hoch bewertet sind. Aber eine Korrektur heißt ja immer, dass es keine Käufer mehr gibt, ja. Also dass irgendjemand verkaufen wollen muss und auf der anderen Seite Käufer nur zu einem sehr niedrigen Preis da sind. Und das wird auch durch Liquidität bestimmt. Deswegen historisch sehr, sehr gute Anmerkung oder Frage. Müsste es eine Korrektur geben, weil es eben nicht in der Breite getragen ist. Genau. So. Die Frage, oh, das ist eine mutige Frage, die ich aber liebe.
kann es sein, dass der S&P 500 keine so entscheidende Rolle mehr spielt? Ich nehme an, in der Zukunft soll das sein, weil im Moment ist der US-Markt mit weit über 50% allen Geldes, was an Aktienmärkten investiert ist, der absolut dominierende Markt auf der Welt. Aber das ist eine Frage, die ich liebe, weil wenn wir jetzt ins Jahr 1989 gehen, da war der japanische Aktienmarkt ungefähr so groß, also fast so groß wie der US-Aktienmarkt heute und entsprechend dominierend. Es kann natürlich gut sein, da muss ich jetzt aber ganz klar sagen, das ist jetzt meine persönliche Antwort, wenn wir in 10, 20 Jahren gucken, andere Märkte, andere Aktienmärkte größer sind als der amerikanische. Kurzfristig ist das natürlich unwahrscheinlich, aber das sind Bewegungen, die langfristig natürlich passieren können. Was dagegen spricht, ist, dass Technologie sehr, sehr wichtig ist und Technologie findet in den USA und in China statt. Ne? So, jetzt gucke ich nochmal. Wie sehen die allgemeinen Aussichten für den amerikanischen Markt aus? Da Corona noch nicht am Limit ist, gegenüber dem europäischen Markt und können eventuelle Branchen überperformen. Da bin ich drauf eingegangen. Also Technologie überperformt eindeutig. Technologie findet in den USA und in China statt. Das ist das, was für den Markt spricht. Was dagegen spricht, ist die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen in der Breite ist eigentlich nicht so gut wie die Aktienmärkte. Das sieht man eben auch in der breiten Entwicklung der Aktienmärkte, weil gerade aktive Manager natürlich auch selektieren und gute und schlechte Unternehmen unterscheiden. Und in vielen Branchen kommen die Weltmarktführer nicht aus den USA, aber eben im Technologiebereich. Ne? Da kommen sie aus den USA und aus China und deswegen gibt es eine Überperformance im Bereich Technologie. Und ansonsten bin ich allerdings auch schon länger zum US-Markt kritisch, weil er eben auch relativ hoch und teuer bewertet ist. Aktiv gemanagte, welche Vorteile bringen aktiv gemanagte Fonds? Das ist eine zweigeteilte Frage, weil auch die Abwicklungsgeschwindigkeit, wenn man Fondsinvestor ist, angespielt wird, weil die ja relativ langsam ist. Also man kann so ganz kurzfristige massive Schwankungen von plus minus 10%, wie wir sie im März hatten, kann man mit Fonds nicht sinnvoll spielen. Und das würde ich auch Ihnen nicht empfehlen zu versuchen. Also Fonds, die das versuchen, einige haben das versucht, die waren theoretisch schon auch erfolgreich, konnten dann aber von den Anlegern auch nicht verkauft werden. Ja? Das war jetzt im März wieder so. Also Fondsinvestoren entscheiden sich eigentlich mehr für strategische Investitionen und da garantiere ich Ihnen, dass aktiv gemanagte Fonds in den nächsten Jahren, so wie auch dieses Jahr schon, einen massiven Mehrwert zu ETFs oder passiven Investments bringen. Weil eben die Selektion, also dieses Herausselektieren der qualitativ hochwertigen Unternehmen einfach einen viel, viel, viel größeren Wert hat. Ja. Und passive Investments, jetzt über ETF oder Indexfonds, funktionieren in einer Art von Marktbewegung gut, nämlich mit wenig Schwankung steigenden Kursen. Und das haben wir jetzt hinter uns. Da sind wir uns ganz, ganz sicher im Investitionsbeirat und ich persönlich bin 100% überzeugt, dass aktives Management die nächsten Jahre massiv Mehrwerte bringen wird. Ist Healthcare teilweise nicht schon überbewertet? Ja. Ganz klares Ja, auf jeden Fall. Ist ein Mode- und Trendthema durch Corona beflügelt worden. Und vor allem wird da auch nicht zwischen gut und schlecht unterschieden, wie in einem Ausmaß, wie es bei einer vernünftigen Selektion angemessen wäre. Es ist aber keine negative Empfehlung. Und in Portfolios, wo ich co-verantwortlich bin, haben wir auch Healthcare-Positionen und haben sie auch teilweise nochmal aufgebaut. Ja, das ist eben auch was, wo ich ganz klar sagen würde, dass ein aktiver Manager die Situation super spielen kann und nicht nur die kurzfristigen Modeerscheinungen mitnimmt. So, jetzt habe ich tatsächlich alle Fragen beantwortet. 1 Stunde 46 Minuten. Hut ab vor all denen, die durchgezogen haben. Die Hälfte ist noch drin. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin mal gespannt, ob der Feedbackbogen wieder ausfällt. Wir haben ihn schon eingeblendet. Ich bin dankbar, wenn Sie die 2 Punkte beantworten. Skala 1 bis 10. 10 ist die beste Bewertung, 1 die schlechteste. Und wenn Sie Anmerkungen haben im redaktionellen Feld, können Sie es auch gerne eintragen. Wenn es gefallen hat, empfehlen Sie es weiter. Wir steigen auf ein neues Konferenzportal um. Ja, genau, das haben Sie wahrscheinlich eben schon gesehen. Look and Feel war auch schon ein bisschen anders. Und da ist unsere Bitte, dass Sie sich dort, wenn Sie Einladung bekommen, einfach nochmal anmelden.
Und wenn nicht, dann werden wir die, die schon über das alte Konferenzportal angemeldet waren, einfach übertragen. Da kriegen Sie dann irgendwann eine entsprechende Bestätigungs-E-Mail. So, jetzt haben wir alles abgefrühstückt. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben, dass es Ihnen gut geht, dass Sie von der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftssituation nicht so arg negativ oder gar nicht oder vielleicht sogar positiv betroffen sind und dass Sie mit heute ein besseres Gefühl haben, die richtigen Anlageentscheidungen mit Ihrem Berater zu erarbeiten und zu treffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind und sende beste Grüße aus München.